Hallo und der Willkommen. Heute ist der 1. April. Nee, mir fällt kein April-Scherz ein. Auf jeden Ich kann doch nicht spammen. Warum Fall. Heute ist ist so aber auch langsam alt? Ostern. Das ist Hallo? nicht Ostern. Ne, doch, warte. Doch, stimmt. Frohe Oster-April. Frohe Oster-April. Genau, und es gibt natürlich das erste. Es gibt immer ein Update in Minecraft am 1. April, wo ein paar lustige, verrückte Dinge geschehen. Dieses Jahr scheint es um vergiftete Kartoffeln zu gehen. Genau, der ganze Launcher war schon voll damit. Wir spielen die Potato-Version. Und wir haben denselben Seed genommen, den wir auf dem Server haben, auf dem wir ja spielen. Vom Was ist Boom das, die SMP. Spawn-Insel? Das hier ist die Spawn-Insel. Ich habe da drüben eine kleine Plattform gebaut, da kann man es so Oh, ein da bisschen hinten ist der besser sehen. Berg. Der Berg, wo oben das Portal drauf steht, ist da hinten. Oh Wo, ja. Hier habe ich so eine kleine Plattform ja! gebaut Oh, für uns. was sind das? Ja, die habe ich schon hingestellt. Das ist ein Command-Block. Ja, da ist der Berg, genau. Also Oh. wer da irgendwo Maves laden oder so, ne? Der ist ja genau gegenüber. Ja, genau. Ja, Und da das. rechts wäre irgendwo Mogis laden gewesen. Das ist nur Deschka irgendwas hatte Luft. viel Terraforming hier betrieben. Ja, ein Oh bisschen ja, oh was, ja. ne? Ein Genau. bisschen? Ja, und ich hab mir gedacht, das ist ganz lustig, wenn ich hier diesen Command-Block hinmache. Kannst du hier mal drücken? Kann ich ihn auch? Ah. Ja, Oh. genau. Oh, ne? Haben die anderen auch gedrückt? Ja. Hier, Ricky habe ich nicht mehr gesehen. Keine Wo Ahnung, seid wo ihr denn der hin? ist. Ich habe euch verloren. Oh, das sind Amadillos. Regel, du musst auf den Knopf drücken. Armadillos. Oh, Weiß ich noch, wo ihr seid? Wir haben die Beim Entwickler-Edition. Command-Block oben auf der Pyramide, Ricky, drück auf den Knopf. Ich weiß nicht, ob Ricky die Pyramide überhaupt gesehen hat. Nee, ich bin noch hier hinten, im Wald. Wo, warum ist uns nicht gefolgt, Ricky? Weiß ich nicht. Wo ist Oh Ricky? mein Gott, Morgi, guck dir den Berg an und die Oase. Ich will noch nicht zu sehr anschauen. Ich will noch kurz Ricky, warten, ich bis stehe Ricky auf da ist. Bäumen. Wo bist du? Ich bin hier auf Sand. Ich springe hier. Ricky, Mann. Teilt einfach Da Koordinaten hinten ist Ricky. miteinander. Oh mein Gott, der ist komplett in eine andere Richtung gerannt. Ricky, das ist die Spawn-Insel, Ja, Ricky hat theoretisch. direkt Also, der Hunger Games gespielt. so ein Minimaß an Orientierung solltest du schon ein bisschen haben. Oder einfach nicht die Leute aus dem Blick verlieren. Ricky Drei ist los und Stück. hat schon sich reingebuddelt und sucht nach Vorräten. Der baut schon wieder seine Mine, wie am Da Anfang. ist der Ricky. Hey, Ach, Ricky. ah, hier ist ein. Ah! Genau. Da sind Oh, wir ist ja wie wieder. zu Hause hier. Ich Lass mich vermisse die das mal eben Schildkröte. terraformen da drüben. Erstmal eine Farm bauen. Wie wär's mit der Farm, Ricky, Ich ja. brauche eine Farm hier. Ich glaube, wir müssen tatsächlich wahrscheinlich Weizen anbauen, ne, Kartoffeln anbauen, ne? Wir Wir müssen. brauchen wahrscheinlich vielleicht eine Oh, Kartoffel. hier die Vielleicht kann man aus Amaryllis. Kartoffeln was Neues Oh! craften. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ja, die spawnen hier in dem Biom. Hast du Angst? Also Hast du geht's Angst vor nicht der mehr, wo wir Faust da oder was? gebaut Ich haben, lande jetzt oder? meinen Crit, pass mal auf. Und die kommen wahrscheinlich erst mit 1,21 denn, ne? Wahrscheinlich. Oder es gibt ja die 1,25. Ich glaube, das war schon das mit den Wölfen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist es super merkwürdig. Man Okay. glaubt, also, der Junge hält was aus. Und da vorne, ist da vorne der eine Tunnel, wo du die Villager durchgeholt hast? Ne, der war da drüben. Hier ist einfach ne. Oh, Also, hier ist es Mogia. kommt mir Guck dir alles so das an. bekannt vor, aber doch so wenig bekannt. So unvertraut, wenn nicht alles rot ist. Ja, Ja, aber Dillo lebt was ist immer hier noch. Ich gebe los? auf. Da geht's rein, Freunde, da geht's rein. Wo ist Mogia? Hier ist Mogia. Aber das Wasser ist wieder da. Ja, das Das Wasser! war so lange hier. Jetzt ist wieder Wasser. Oh Mann. Die waren mal Schafe, die hat wohl Ricky eingesammelt. Schade, dass die Hühner nicht da sind. Hier ist sogar eine Mine. Das wusste ich gar nicht, dass wir eine Mine hatten. Eine Wo ist die Mine? Mine? Hier ist eine Mine. Oh, ich weiß noch, die Mogia-Zeiten, Hä? wenn Ah, die. das ist neu generiert. Die gab's hier nicht. Bei uns. Nee, die Alternatives ist definitiv Universum. nicht bei uns. Das ist ja sogar eine richtige Mine hier. Also in unserer Welt kommt da ja Keggis Giftmüll raus. Das ist sogar ziemlich genau hier, wo der Giftmüll rauskommt. Das ist ein seltsamer Zufall. Das ist wie Oh so ein mein Gott. Marvel-Paralleluniversum gerade, was wir Ja. erkunden. Ich liebe Minecraft-Weltgeneration. Aber diese Schiene, die gegen eine Wand führt. Schienen. Entschuldigung, ich muss kurz. Oh, ich wünschte, mir hätte ein Baum gefällt. Ich hole mir mal ein bisschen Holz. Ich Oh, hier habe geht es zwei auch Schienen, rein. keine Ich hab genug. Sorge. Ja. Die Frage ist jetzt gerade, wo ist ein. Von wo war denn hier das nächste Village? Das nächste Nee. Dorf? Richtung Dashke. Richtung Dashke. Ich habe keine World Map, Mave. Ich weiß nicht, wo Richtung Dashke ist. Ich bin so hilflos.
Ich würde selber. Ich weiß, dass wir über diesen Berg. Ich glaube, es war einfach auf der anderen Seite von dem Berg. Doch, warte, wir waren ja relativ nah an den Dörfern bei Deschke. Ja, hinter dem Berg, vom Berg. Klingt richtig. Ja, genau. Ich hole mir nur kurz mal ein bisschen Werkzeug. Erstmal basic. Ja, naja, ich baue da drüben meine Oase, den Baum ab. Pass mal auf, Maeve, ich, oder Ricky auch. Sache, die ihr euch mal anschauen müsst, ist, in diesem Biom hier, obwohl hier so eine kleine Wüste ist, hier sind einfach, hier ist nur dieser eine kleine Kaktus. Und das war alles. Hier wächst sonst kein anderer Kaktus. Es ist eine sehr karge Wüste. Oh. Sind ja auch die Badlands. Ja. Die sind bad. Wir haben die Kakteen fast ausgerottet hier. Die Bad Buben. So. Ja, die Lust sind aber ganz lustig, wie sie sich verstecken, wenn man ihnen zu nahe kommt. Bei der Oase der Freundschaft hat doch Zombie ganz viele Kakteen gepflanzt, oder? Weißt du, was das Schlimme ist? Dass der Baum nicht direkt zusammenbricht, wenn du das untere abbaust. Das nervt mich, wenn du den ganzen Baum abbauen. Oh, wieder arbeiten in Minecraft. Steinspitzhacke. Oh, hier liegt ein Apfel. Ein mehliger? Oh ja, Mogia, so ist es doch. Das stimmt, das ist genau der Eingang von Mogia, wo ich gerade meinen Stein sammle. War das nicht beabsichtigt? Nö, ich wollte einen Stein sammeln. Mach Mogia wieder auf. Das ist einfach, man wird einfach natürlich angezogen von Mogia. Ich glaube, das müsste halt auch wirklich so viel sein, wie ich vom Eingang weggegraben habe. So. Alter, Mogia. In der Heimat. Daheim. Daheim. Das ist so langsam mit dieser Steinspitzhacke. Es ist unglaublich. Das kann nicht so langsam sein. Ah, da ist die Kiste. Okay, man kriegt eine Iron Hoe, Bone Meal, einen Wassereimer, Poisonous Potatoes und eine ist anders. Genau, eine ist anders und haben wir mal über die drüber. Ja, ja, ich sehe es. Eine ist anders. Und die brauchen wir. Okay, ja, das gebe ich uns dann in der. Ich stelle die Kiste nach einfach. Ich grab mich einfach nach unten und schau, was passiert. Aber ich weiß nicht, ob die jeder braucht. Das kann irgendwo müsst ihr in eine Höhle kommen. Ich habe eine Höhle gefunden. Ich wollte gerade die Kiste holen mit dem Zeug, was wir brauchen, aber. Alter! Hallo, Mogi, muss ich was sehen. Wir haben ihn zurückgeschlagen. Ich bin gerade wirklich nicht bei euch in der Gegend. Komm, wir bringen ihn nach Mogia rein. Wir bringen ihn nach Mogia. Ich töte die anderen nur eben schnell. Ja. Oh, der Kartoffelzombie tötet den. Er hat ihn infiziert! Oh mein Gott! Die infizieren sich! Wir haben zwei Kartoffelzombies. Okay, ich hol noch mehr her. Nicht töten, Ricky. Ich will ihn nur auf mich aufmerksam machen. Die ich suche übrigens Eisen. Priorisieren scheinbar den normalen Zombie. Oh. Ja, die priorisieren den. Okay, wir haben drei Kartoffelzombies. Okay. Und die sagen, die haben sogar eigene Sounds. Ich will mal gucken, was passiert, wenn der mich tötet. Kann ich Trigger Spawn machen? Nein. Nee. Fuck. Du musst wieder nach oben klettern. Vor allem die Sache ist, ich bin ja gerade im Tunnel. Ich bin hier genau in der Höhle von Mogia drin. Okay, ich bin leider kein Potato Maeve geworden. Tut mir leid. Das wäre witzig gewesen. Ich denke mal, diese extra. Da ist eine Potato Fledermaus! Was? Oh mein Gott, ich will den Potato Warden sehen. Ich habe ein Rezept bekommen. Ich habe eine giftige Kartoffel bekommen von der Fledermaus. Ich weiß ja, wo ein ist, Maeve. Ist es eine normale Giftkartoffel oder passiert was, wenn du drüber fährst? Giftige Kartoffel, Poisonous Potato. Okay. Es gibt so eine Poisonous Potato Plant scheinbar noch. Aber mit der kann ich auf jeden Fall was craften. Ich hab, davon brauchen wir drei Stück, Zombie. Ein paar Materialien bekommen. Ach, davon brauchst du auch eine. Oh mein Gott, es gibt so Eisenohr, beziehungsweise, oh mein Gott, ich hab den Poisonous Potato Plant rausbekommen, die hat ein Gesicht drauf. Die brauchen wir. Es gibt Erze, in denen giftige Kartoffeln drin sind. Es gibt Kartoffelerz? Ja. Achtung, Maeve, das ist mein ganzes Zeug. Oh, hier ist eine Menge Kartoffelerz. Wo seid ihr eigentlich gerade? Ricky, tötet den mal nicht. Ich will mal einen Creeper zu den Potatoes. Ich bin weiter vor. Ich bin bei Mogia drin, hab mich runtergegraben. Ich komm gleich wieder hoch. Kartoffelrüstung? Potato-Eye? Freunde, ich hab so viele Kartoffeln und Eisen. Nein, der Potatoes von mir stirbt. Hast du gerade meine Sachen aufgehoben, Zombie? Ja, hab ich. Wir dürfen nicht schlafen. Wir brauchen von dem Phantomzeug, dann können wir eine Kartoffel-Elytra machen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Fuck, von wo kam ich denn? Ich glaube, wir brauchen nicht die Kiste tatsächlich. Wir kommen klar, Ricky. Ja, wenn die Kiste nicht brauchst, ja gut. Ich dachte nur, dass man nur dadurch das kriegt. Deswegen wollte ich sagen, weißt du? Ja, ja. Ich wollte nur nett sein. Oh, ich bin gerade von Enderman erschrocken. So. Like an Enderman.
Autsch. Da ist gerade was explodiert, warst du das? Ja. Das war ein Creeper. Mach mal Sachen da kurz nochmal rein. Was hast du denn gehabt? Oh, ich sehe eure Namen wieder. Halt, Schaufel, Schwert und sowas. Schaufel, Schwert. Magie, immer wenn du in Minen gehst, Axt bist du mal so tief drin, dass du nie zurückkommst. So kann mal jemand von euch runterkommen? Ich finde den Rückweg gerade nicht. Ich sehe nichts. Und, wo bist du denn überhaupt? Ja, bei Moria. Wenn du bei Moria reingehst und dann links geht's da runter. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig aber sein, ja, leider. Beziehungsweise einfach einen Block daneben vielleicht runtergraben. Ich würde ja gerne wieder hochgehen. Dem Wasser, vor dem Wasser, bei deiner Baufahrt, wo bist du? In Moria drin. In Moria drin steht ein Zombie und da ist eine Sackgasse. Nee, links von der Sackgasse habe ich mich runtergegraben. Also müssen wir ja durch an dem Zombie vorbei. Ja, wahrscheinlich. Das Problem ist, ich habe nur eine Holzspitzhacke. Ich kann mich nicht nach oben hier graben. Tut mir leid, Kartoffelzombie. Ich habe mein ganzes Holz auch oben leider weggelegt. Beziehungsweise ich habe es in den Ofen gelegt, damit das Hühnchen da durchbrennt. Überlebt man das, Moggi? Weiß ich nicht, ich habe mich runtergegraben. Ja, eben. Also ganz tief runtergebuddelt? Nee, das ist die übliche Mine, wo bei mir Mogia halt da unten drin ist. Da in der bin ich jetzt. Oh mein. Ich habe ein halbes Herz noch. Also geht es. Ja. Oh, noch. Kann ich Eisen mit einer Holzspitzhacke abbauen? Ich versuch's gar nicht. Oh, hier drüben. Hallo. Mit Holz? Hallo. Nicht, nein. Mave, hast du eine, Stein... Oh, Fackel, sehr schön. Hast du eine Steinspitzhacke? Ja. Wenn ja, dann komm doch mal hier rüber. Hier ist nämlich noch ein bisschen Eisen für uns. Und hier drüben ist noch ein Kartoffelerz. Yeah, warte, ich will das Kartoffelerz auch sehen. Okay, dann kommt auch runter. Ja, das Eisen ist hier. Haben wir schon abgebaut und geschmolzen. Wir müssen echt zusammenbleiben, wenn wir das Kartoffel-Update hier... Ja, warte bitte! Ja, ich wollte nur kurz runter und ein bisschen Eisen holen und dann... Naja, hast ihr wisst ja, wie es ist, wenn man ohne Ausrüstung hier reingeht. Ja, genau, echt zusammenbleiben. Moggi, dann mach dich nützlich und mach Steinwerkzeug. Oh, Enderman! Soll ich dir Holz geben? Enderman. Nö, ich hab oben... Oh, okay, Zombie, pass auf. Wo ist die Kartoffelerz? Aber ich baue es noch nicht ab wegen Ricky. Ricky darf ja auch Kartoffel. Kartoffelerz finden wir eine Menge hier, da ist es. Ist cool. Und hier ist noch ein bisschen Eisen. Kartoffelplant bekommen. Ja, Eisen brauchen wir auch. So, da muss ich mich runterfallen lassen, oder was? Ja, ich habe eine Treppe so ein bisschen gebaut und dann ein bisschen fallen, ja. Ich will mich nicht zu sehr runterfallen lassen. Ich wollte schon sagen, Ricky schafft es bestimmt zu sterben dabei. Nein. Alles gut, Liebe. Ich mach mal kurz noch den Befehl, dass man keine Command-Blocks sieht. Dann können wir uns vom Spawner mal nicht mehr wegteleportieren, oder? Nur den Text nicht mehr sieht. Ach so, war doch hier in der Gegend, wo ihr herkommt, oder? Warte, ja. Wo? Hier, von hier. Nee, von hier. Oh. So, Richie, hast du Kartoffelerz gesehen? Nein. Oh, Morgi, wir sollten jetzt Mogi nachbauen aus Granit. Ich wollte mich mit Granit nach oben. Gute Idee. Was hast du rausbekommen? Eine normale Poisonous Potato. Okay, da müssen wir Kartoffelerze finden. Ich habe 9 besondere. 9? Ja. Kommen die da auch raus, die besonderen, oder? Also, nee, Moment, ich habe nur eine besondere. Nee, ich habe 9 normale. Achso, beziehungsweise bei der einen besonderen, wenn ich mit der Maus drüber habe, dann hat sie so eine Schnurrbartbrille auf mit so einer Nase. Ja, genau. Habt ihr schon mal eine giftige Kartoffel gegessen jetzt im Update? Ich hab noch nichts angefasst bei den Kartoffeln. Ich sag's mal so, Freunde, ich hau mal rein. Die kannst du auch. Au, ich bin vergiftet, ich sterbe. Nee, ich hab noch ein halbes Herz, alles gut, ich kann nicht sterben. Gift kann er nicht umbringen. Nur auf mein Merkt euch das, Kinder. Wo ist Moggi schon wieder? Warum sind alle wieder zusammen? Ich bin oben und ich will Werkzeug machen. Jetzt ist er wieder verschwunden. Das ist ja gar kein Holz hier. Ah, das ist eine Steinspitzhacke. Ich mach eine aus Eisen. Mehr Kartoffeln. Da oben, da, ich seh doch Ricky. Ah, hier, Helligkeit. Ich sehe wieder was. Hey, was geht? Hast du Essen mitgebracht? Nee, ich hab nichts. Dachte, ihr habt unten was. Ich hab gefragt, ob ihr was habt. Ich hab 2 Steaks, die kann ich dir geben. Oh ja. Aber ich bräuchte was. Hier hast du eine Poisonous. Das ist aber eine von den wichtigen Ricky, die da liegt. Nee, die hab ich schon. Okay, dann nehme ich die wieder mit. Brauchst du noch eine Zombie? Ja, ich hab noch keine. Ah, faires Tauschgeschäft, würde ich sagen. Die sieht lustig aus. Habt ihr schon eine Potato-Fledermaus gesehen? Nee. Ich habe übrigens eine Eisen. Ach ja, Eisen. Ich habe 2 Eisen noch dabei, falls jemand was braucht. Ja, hier sind auch noch 7 Eisen drin. Oh. Ja, ich würde noch gerne so ein bisschen Eisen zusammensuchen, dass wir uns vielleicht so ein paar Rüstungsteile machen oder so. Deine Höhle hat doch irgendwo in so einen richtig tiefen Tunnel geführt. Irgendwann mal.
Ja, aber der Weg dahin ist sehr, Ich sehe Maeve da komplett in der Distanz. Also Maeve hat immer ich bin bei diesen... Habt ihr noch Fackeln? Ich hab ein paar, Stück. Moment, ich hab selber, ich kann selber welche. Also wenn du mich siehst, dann versuche in meine Richtung zu laufen. Bei mir ist so ein riesiger Höhlenkomplex. Ich folge euch einfach. Oh mein Gott, Moggy! Ich hab echt ein Problem, ich sehe schon. Ich hab die Stelle gefunden, wo Moggy mit diesem Wassereimer sich runtergebaut hat, den er bis heute nicht gefixt hat. Ach komm. Aber hier bin ich. Ah ja, bei dem Wassereimer, wenn man rechts runter geht, findet man Dias übrigens. Ah ja. Ich habe leider kein Eisen. Ich habe eine Eisenspitzhacke, so ein Zufall. Eisenspitzhacke. Oh, Eisen. Ja, nehmen wir mit. Nimmst du mit, okay. Ich bin hier nur für die Kartoffeln. Oh, das ist Gold, langweilig. Wer hat mich hier Kartoffelerz. Und Eisenerz. Oh ja, hier ist der Wassereimer. Ja doch, der war hier. Ich gehe mal ein paar Dias holen. Mach das. Ich wünschte, ich hätte eine Fackel dabei. Naja. Moment, ich kann 4 Stück machen. Ich wünschte, ich hätte Holz dabei. Oh, was ein Kill. Ja, ich habe gerade lange noch nicht eine Kartoffelsache gefunden. Oh mein Gott, die Fackel in der Offhand, die macht ja gar kein Licht. Oh Gott, da ist ein Skelett. Und da ist noch eine Potato-Fledermaus. Maeve, willst du vielleicht mit hier runterkommen? Ich will zu dir kommen jetzt gerne, ja. Ich bin da rechts runter bei dem Weg, wo du meintest. Okay, ich bin da links runter bei dem Weg. Ich komme jetzt zurück, ich habe gerade Potatoes gefunden noch. Bei mir führt einfach den Wasserfall runter folgen. Oh, mir fällt gerade ein Eisen auf mich runter, cool. Da ist eine Potato-Fledermaus, ich sehe sie. Oh mein Gott, wie cool ist die denn? Ja, komm. Das ist aber eine fliegende Kartoffel. Oh, ich hab jetzt auch die Potato mit dem Gesicht. Jetzt sehe ich sie zum ersten Mal. Dann haben wir jetzt alle. Hexe. Dann haben wir alle. Ich hab die Fledermaus noch nicht getötet. Ricky, Achtung, eine Spinne, warum bleibst du einfach auf K stehen? Hilfe. Ich wollte meine Kartoffel essen. Wir müssen uns erstmal treffen. Wo waren die Dias hier? Hier waren irgendwo welche. Das weiß ich noch aus dem Stream. Hallo, Dias sind egal, wenn es Kartoffeln gibt. Oh, es gibt Deep Slate Potatoes sogar. Ja, das ist für ein bisschen Ausrüstung, können das nicht schaden. Ich so gerne, wie dieses Erz heißt. Das ist der seltenste Block im Spiel. Wir sollten einfach wieder zurückgehen zu Base. Wir haben nämlich so viel Eisen gefunden, dass wir uns mal was machen können. Und dann können wir bis Abend. Warum brenne ich? Was? Mein Logi hat die heiße Kartoffel zu lange in der Hand gehabt. Ah, nein! Ich hab eine heiße Kartoffel aufgehoben! Achso, dann bist du gebrannt einfach direkt? Ich bin ins Wasser gelaufen und dachte mir, warum nehme ich die ganze Zeit weiter in Schaden? Ja, Maeve, du weißt, wo ich gestorben bin. Ich bin da unten vor der Lava. Ich hoffe, das Zeug wird doch im Wasser drin sein. Ich habe keine Lust auf deine Hot Potato. Die brennt doch auch, oder? Ja, kannst du ja wegwerfen, aber da ist noch eine Eisenspitzhacke. Ja, okay, Hallo. Ich habe noch Kohle und Fackel dabei. Ist der Command-Block noch hier? Für eure Orientierung, ja? Ja, die Blöcke sind noch da. Ja. Hier ist die Stelle, wo Moggy sagt, Wassereimer. Also hier hat er so einen Wassereimer runtergegossen. Das ist so als... Ja, genau. Zombie war dabei, als ich das gemacht habe. Und er ist wo du den gesetzt hast, nicht, oder? Er ist denn hier doch, dann wir bei der erkundet. Hier ist du hast mir die Mine erst gezeigt, als da schon Wege gebaut waren und so. Nö. Das war tatsächlich ein Ausflug von uns. Den habe ich auf Video. Da ist die Hot Potato da. Oh mein Gott, das sind so viele Hot Potatoes. Warum hast du ein ganzer Stack Hot Potatoes, Moggy? Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich nur eine aufgehoben. Die hat das Skelett gedroppt. Beziehungsweise sie kam gleich aus der Lava. Ich weiß auch nicht genau. Wie gut, dass der Inventar voll ist. Die machen gut Schaden. So als würdest du in Lava stehen fast. Die Kartoffelfledermaus ist gerade in die Lava geflogen und gestorben. Ist zu einer heißen Kartoffel geworden? Oh, das sind alles so diese gebrannten Kartoffeln halt, also dieses Essen. Dein Lieblingsessen. Man kann die essen, aber man verbrennt dabei. Ich hab Hunger. Ich muss noch einen essen. Ich brauche halt auch welche. Ah, lecker. Okay, ich bin gleich wieder da bei euch. Nein, Ricky, du hast eine Kartoffel aufgehoben. Warte, fuck, habt ihr oben ein Bett irgendwo stehen? Ach, es ist zu spät jetzt. Und sein Eisen ist in die Lava gehüpft durchs Wasser. Nein, ehrlich, nein. Ich hab fast einen Stack Eisen gehabt für uns alle. Ja, der ist gerade in die Lava gesprungen. Der hat in die Lava geschmissen, ja. Das ist ärgerlich. Hat jemand Glas geworfen? Glas? Nee, das ist eine Hexe. Oh, achso, ja, schön. Das ist die Hexe, ja. Seid ihr da unten bei der Lava? Ja, seid ihr. Hallo. Da oben ist noch eine reiche Kartoffelader. Ja, um die kümmere ich mich, keine Sorge. Da.
Willst du nicht deine heißen Kartoffeln da unten aufheben, dein Stack? Okay. Ich schau mal runter. Wo war denn das? Wo war der Command-Block? Da. Ich glaube, Maeve hat schon meine Spitzhacke gelootet. Kann sein. Ich wollte eigentlich. Was heißt, kann sein? Ich habe das Achievement gesehen. Oh Gott, da sind so viele heiße Kartoffeln. Ja. Ah, nee. Das ist das, was wir von Ricky. Au, au, au! Komm, weg. Ich sie weg! Ich kann ihn nicht. Oh mein Gott, okay. Okay, mach den, du musst den Inventar irgendwie voll machen. Nee, man kann die wegwerfen. Alles gut, die stacken nur. So, Maeve, wenn du dich rechts rüber buddelst, da ist noch eine andere Kartoffel. Da unten direkt. Da musst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht zur Hot Potato rübergehst. Mhm. Ich bereite mal oben so ein bisschen was. Oh, scheiße, ist meine Kartoffel auch weg, ne? Ich hatte Scheiße. Ich habe zwei gerade dabei. Ah, super. Was meine wahrscheinlich aufgesucht. Sehr gut. Hier ist noch so eine giftige Kartoffel, die nehme ich mal mit. Ja, genau, die meinte ich. Achso, die musst du, okay. So, was da hinten ist ansonsten nichts, Maeve. Da ich mal ein bisschen der Strip meinte er zu Bedrock. Wir sind übrigens fast bei Bedrock. Hast du dann die ja nicht gefunden? War der nicht da? Nee, so weit kam ich nicht. Ich habe dann die, ich habe das Skelett wollte ich hier beseitigen, bevor ich suche. Pass auf, der war irgendwo an der Wand hier drüben. Wollen wir hier eine Kiste machen und die Hot Potatoes da reinschmeißen? Ah, ich sehe gerade, vielleicht? Was du brauchst. Ich glaube, statt dem Dia war, ist hier Redstone gerade. Brauchen Tiere. Hat jemand noch eine Spitze? Ach, pack da unten, das ist meine Spitzhacke. Hat noch jemand eine? Wir können nämlich hier durchbuddeln und da kommen wir dann zu einer riesigen Höhle, wo viele Dias sind. Die stacken nicht? Nein. Oh mein Gott. Okay, warte, ich muss auch einen Slot frei machen. Ich bin da einfach gerade voll reingehüpft, um alle reinzuwerfen. Ich hab so viel Schaden jetzt, ich sollte keine mehr essen. Warum macht ihr das gerade? Ich weiß nicht, falls wir die brauchen zum Craften irgendwas oder so. Ach so, ja. Die sind ganz schön hot, diese Potatoes. Okay, dann werde ich meinen Teil erfüllen. Hauptsächlich, weil hier Spitzhacken sind. Au. Okay. Und dann gehe ich mal hoch und versuche uns mal eine Mine sehr klar zu machen. Mann, das arme Eisen, was ich da drin hatte. So traurig. Was für eine Mine willst du klar machen? Hier. Wenn man da durchbuddelt, kommt man wo raus. Da ist es ja schon. Ach so, willst du mehr Tunnel, mehr Erze und sowas haben, okay. Ja klar, hier drin ist super viel, hier sind auch super viele Dias, wenn wir da weitergehen. Ja, brauchen wir Dias? Kann ja nicht schaden. So ein bisschen Rüstung. Ja, aber da brauchen wir erstmal die Verzauberung, dass wir da viele rauskriegen und alles, also... Ne, wir finden da schon viele unterwegs. Ne, ist kein so weiter Weg, Maeve, willst du kurz mit? Wir haben ja diese lustige Kartoffel jetzt hier mal, jetzt können wir die ausprobieren, oder nicht? Ja. Ich hab meine nicht mehr. Ich hab zwei. Ich hab fünf oder so. Von den lustigen Kartoffeln? Ah, die mit dem Gesicht? Ja. Oh. Also fünf vielleicht nicht, aber drei habe ich mindestens. Ja eben, das reicht. Okay, dann gehen wir hier nicht weiter. Okay. Wo unsere Öfen stehen und so, da bin ich jetzt gerade. Okay, da treffen wir uns. Hat jemand Redstone? Ich kann Redstone holen, brauchst du? Ich sehe nur, dass es eine Potato Battery gibt, die man craften kann. Braucht man Eisen, Kupfer, Redstone und 6 Giftkartoffeln. Unten könnt ihr auch noch was reinschmeißen. Was ist das? Oh, das ist einfach ein Kartoffel. Das sind komprimierte Kartoffeln, Block. Ja. Man kann auch 9 von den Blöcken nochmal zusammen craften, um einen Compressed Potato Block zu haben. Sehr wichtig. Ich wette, das sieht dann schon aus. So, ich glaube, ich würde mir gerne noch eine Spitzhacke machen aus Eisen. Ein Schwert bräuchte ich auch noch generell eins. Ich kann auch eins aus Stein machen. Ich gehe, glaube ich, eher auf Rüstung. Hat jemand noch Sticks da? Ja, ich habe welche, komm her. Haben wir, ja. Ich habe nämlich halt gar nichts, ich habe nur Steine gerade dabei. Ich hole kurz ein bisschen Holz, dass wir hier so ein bisschen... Danke. Was hier ist alles? Bring noch Essen mit, wenn du was siehst. Wir essen Kartoffeln. Jawohl, Papa. Haben wir eine Kartoffel, die wir vielleicht anpflanzen wollen oder so? Aber irgendwie alle anderen sind ja Giftkartoffeln. Maeve hat die mitgenommen bei mir. Ich weiß nicht, ob er die in Lava geworfen hat direkt schon. Ich habe keine normalen Kartoffeln gefunden. Wir hatten eine normale von einem Zombie bekommen. Die habe ich nicht. Oh, eine normale hatten wir, die habe ich nie gesehen. In meiner Welt existiert die nicht. So, ich gehe nochmal runter in die Mine. Ich dachte, die Arbeit ruft, Freunde. Die Pflicht ruft. Was? Die lustige Kartoffel. Was damit? Ricky, wir sind doch jetzt alle zusammen. Ich habe nur ein bisschen Holz geholt für eine Kiste und dann können wir die jetzt da unten einsetzen. Achso, ich wollte ich gehe trotzdem noch Redstone holen. Okay, dann. Jetzt bin ich nämlich eh schon gerade da. Ricky, wieso bist du Full Iron schon? Bin ich noch gar nicht Full Iron.
Das ist ja für uns alle ganz gut, wenn wir Iron haben. Alter. Ja, aber Ricky, du hast dein gesamtes Eisen verloren und dann benutzt du unseres, um dir eine Rüstung zu machen. Warum? Nee, die ist ja nicht für uns, die ist ja nicht für mich, die ist für euch. Du trägst sie aber. Ja, die hast gerade jetzt hast du sie gerade ausgezogen. Ja, nur weil wir jetzt gemeckert haben, sonst hättest du sie anbehalten. Ich mache auch schon mal ein paar Schwerter, ne? Wie ist so ein Gauner, wie beim Enderdrachen-Projekt. Hat jemand Dirt? Ich habe 20 ist ein Dirt. Dirt. Okay. 20 habe ich. Dann ich bin so verlockt, hier kurz weiter zu erkunden und ein, zwei Dias zu holen. Aber Eimer, ich geh wieder zurück. Ja, ich mache einen Eimer. Ich komme wieder zurück, ich reiß mich zusammen. Ich habe einen Eimer schon. Okay. Also, dann mache ich nur uns alle mal. Habt ihr alle Eisenschwerter? Nein, ich habe nichts aus Eisen. Ich habe ein Steinschwert. Ich habe ein Eisenschwert, was Ricky gemacht hatte. Ricky ist immer schneller am Craften als am Abbauen. Naja, er hat auch viel Eisen abgebaut, aber er hat es wieder verloren. Ja, das war der einzige Stack, den er in die Lava geworfen hat, den Eisenstack. Er hat geschaut, dass wir kein Eisen mehr finden und hat es alles verbrannt. Ja, danke. Er braucht mir noch mehr Eisen. Da unten ist sich noch eine Ader. Ja, ich kann Eisen noch was mit. Holen. Bring Eisen ja, hol ruhig, ja. Dann können wir vielleicht alles voll Iron gehen. Alles an Eisen holen. Gut. Ich baue gleich eine Eisenfarm. Kannst du eine Kartoffelfarm bauen? Full Iron wäre gut. Oh, das wär's. Kartoffelfarm kann ich auch bauen. Oh, Fallschaden, oh nein. Ich brauch aber allerdings zwei Villager für eine Kartoffelfarm. Nein, also bei den Villagern haben wir sowieso viele Kartoffeln. Wie oft ich diese Fackel jetzt schon abgebaut habe. Aber mit zwei Villagern kann ich uns unendlich viele Kartoffeln machen. Dias! Das war gar nicht der Plan, aber wenn welche da sind, dann nehme ich welche mit. Ja. Wir brauchen einen Zauber. Nee, was? Wofür brauchst du mal nochmal dringend Dias? Die brauche ich für meine Spitzhacke. So. Kartoffelzeit. Nice. So. Ich habe fast schneller den Diamanten gefunden als in unseren Herrenherausforderungen. Ich meine, wer weiß, was man sagen. Ich weiß halbwegs, wo ich hingehe. So, drei Dias habe ich. Ich gehe jetzt noch. Ah, Spinnspawner! Weg. Aber wir waren noch mal damals unser Seed für das Diamantenjagd. Irgendwas Dummes war das. Keine Ahnung, aber ich glaube, der würde sowieso heutzutage nicht mehr so funktionieren. Fuck, die Spinne ist da! Nein! Rip-Dias. Nicht Rip-Dias. Das ist super nah am Weg. Du gehst das Wasser runter, Maeve. Und dann einfach eher links, ein bisschen zur linken Seite. Da siehst du ein bisschen Cobblestone und da ist mein Zeug. Ich bin wieder. Ja, haben wir eigentlich ein Bett drüben liegen irgendwo? Nee. Wir haben drei Wolle, wir können ein Bett machen. Das wäre ganz nett. Kommen wir her, ne? Dabei wollte ich doch nur Eisen holen und dann habe ich die Dias gesehen, da konnte ich mir doch nicht helfen. Oh, eine Rüstung. Hier kriegst du meine alte Eisenhacke. Erstmal. Potato Eye. Eisenspitzhacke, danke schön. Eisenschwerter sind hier drin. Ich habe extra welche gemacht schon. Kann ich Helm und die Stiefel auch rausnehmen? Ja, nimm raus. Ja, nimm. Da ist wieder so, oh, krieg ich schon wieder voll Eisen. Dann gehe ich kurz hoch, bisschen Fleisch holen. Ja. Schließlich neues Mogia. Ich dachte, wir leben von Kartoffeln. Die können wir doch nicht essen. Ich habe eine angepflanzt, hallo? Bald ja. Haben wir alle was zu essen. Ich glaube, die braucht doch ein bisschen. Ich finde Mogis Sachen langsam mal. Habt ihr die noch nicht? Warte, ich bin unterwegs. Hier ist Ricky, der baut sich irgendwo hoch. Die sind nämlich echt nicht weit vom Weg entfernt. Warte. Ich komm rüber. Mogi, du hast dich ausgeleuchtet, oder? Ich hatte keine Fackel. Ich war immer noch kurz nach dem Tod. Ich hab leider auch kein Essen mehr, deswegen bin ich so langsam. Ich bin unterwegs, ihr seid falsch. Ne, Zombie ist da drüben. Ich baue nur Eisen ab, ich bin nicht falsch. Okay. Du bist falsch. Du hast gar nicht Kartoffelfledermaus. War das so eine riesige Höhle unten, wo du reingegangen bist? Nö, nicht wirklich riesige Höhle. Ich bin schon da, Maeve, ich bin schon da. Okay, dann. Maeve, aber nimm mich mit, bevor du gehst, ja? Maeve weiß haargenau, wo mein Zeug liegt. Maeve, wo bin ich? Wo muss ich? Ja, ich hab's wieder. Ich weiß auch nicht, wer darauf kam, dass ich das so weiß. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ihr geschaut habt nach meinem Zeug. Beim Wassereimer links runter. Nee, Wasserfall. Das ist ein Wassereimer. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass ich das Wassereimer nenne, die Stelle. Dann wurde den Wassereimer verkürzt. Maeve, warte. Da vorne ist noch ganz viel Eisen, siehst du das?
Hast du mir da Rücken Ich habe nochmal zwei Dias gefunden. Oh, davon liegt noch eine Kartoffel. Oh, wir können uns einen Verzauber. Ich hab dir nicht zugehört. Was hast du gesagt? Kannst du mir Rückendeckung geben, ganz kurz? Hast du irgendein Kartoffelrezept mit Diamanten bekommen? Nö. Hier, komm mit. Hier, warte da. Dann kann ich mich jetzt ziemlich hochbauen. Ich glaub nicht, ich weiß nicht. Eisen auch noch ist, siehst du das? Und hier unten ist auch noch Eisen. Musst du dann checken. Weil, wenn wir irgendein Kartoffel... Vielleicht war was, als ich zum ersten Mal Diamanten aufgehoben habe. Ja, ja, genau. Dann müsste es ja gewesen sein. Oha, hier ist echter Tuff. Nicht der Gemoddete. Wie fern Gemoddete? Ach, der kommt erst später an sich. Ich glaube, Deschke hat den irgendwie mit einem Datapack reingepackt. Oh. Also, ich glaub's. So, ich versuche mal wieder zurückzugehen. Ich habe nämlich, ich habe kräftig Dias geholt. Das reicht jetzt ja erstmal. Ich habe hier noch ein paar mehr von diesen Kartoffeln. Ah, shit, hier geht's aber nicht zurück. Mogi kennt sich aus im Mogi. Nee, ich glaube, dieser Teil der Höhle, der ist in unserer Version nicht. Ricky, hast du Essen? Nee. Also, solange keine Struktur reingeneriert ist, müsste aber eigentlich alles gleich sein. Hm. Dann muss ich jetzt zurück, weil... Ja, warte ganz kurz, nehme ich gleich mit. Ich will hier noch einen schönen restlichen Eisen mitnehmen. Ich nehme gleich wieder 40 Eisen fast. Und dann können wir vielleicht hier eine Rüstung und ein Schwert und sowas machen, weißt du? Ja. Ach, fuck. Es gab doch nicht so viele... Oh, das ist einfach nur schon... Das ist einfach nur wieder Lethal Company. Oh, ich glaube, ich bin gleich bei Mogis Zombies. Ich bin bei Mogis Spawner! Beim Zombie Spawner, meinst du? Ja, töte ein paar. Vielleicht droppen die ja was. Oder vielleicht kommen da Kartoffelzombies raus. Ich sterbe gleich. Okay. Das ist ein fairer Einwand. Da kann ich nicht widersprechen. Ich hoffe, die haben Essen. Leute, die haben Essen. Ein Brot. Jetzt erstmal eine richtige Stulle reinballern. Brotrunde? Nee, Ricky, du hattest gerade ein Brot. No. Und ein bisschen Weizen. Ich glaube, boah, ein Nametag, Leute. Haben wir da schon Plan? Ich wünschte, ich würde die herausfinden. Oh, Nametag. Haben wir schon einen Plan? Skelette. Ich bin... Oh, nee, wir sind ja auf normal. Ich glaube, ich bin trotzdem tot. Ich bin tot. Hm? Wieso sagst du nur die Knochen mit und lässt sie alle... Warum sind... Liegen? Ich glaube, das ist ein Skelett-Spawner oder so. Es sind auf einmal 4 Skelette, die mir entgegenkommen. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe so Angst. Nimm doch bitte Nametag mit. Die zwei Knochen da drinnen. Jo. Und die CD hier. Von mir aus auch. Okay. Na komm. Musik hören, Creeper, nein! Auf nach Hause. Nein! Jetzt kommt vielleicht das Witzige. Nein. Skelett! Nein! Warte kurz hier Licht. Ich freue mich, dass ihr so viel Spaß habt. Oh, hier ist die Ecke, wo Mogi... Ja, wie ist es ohne Tierrüstung in der harten Welt zu überleben? Wir machen jetzt Eisenrüstung. Deswegen, ich habe jetzt noch 46 Eisen, was jetzt hier eine Eisenrüstung und ist gut. Das ist eine normale Welt, keine harte Welt. Das harte, echte Leben. Boah, normale Leben, sag ich dir. Das reicht schon. Vor allem, als ich reingegangen bin, waren nirgendwo Gegner und auf dem Rückweg auf einmal überall. Vielleicht kommt mir der Weg halbwegs wieder bekannt vor gleich. Warte, ich kann auch giftige Kartoffeln essen, oder? Die ganz normalen, ne? Kannst du, ja. Ich glaube, diese Potato Plants generieren diese Zettel in der Kiste. Ich hoffe zumindest. Kann sein. Das weiß ich tatsächlich nicht. Oh mein Gott, ich bin so nah. Oh mein Gott, da unten ist mein Zeug, da ist auch ein Monster. Kann mal... Bitte, ich brauche kurz Hilfe, da ist ein Skelett. Weiß nicht, wo du bist. Beim Wasserfall. Nee, hier ist nicht. Oder? Direkt beim Wasserfall, bitte, bevor mein Zeug despawnt. Ist jemand denn da halbwegs in der Nähe? Ich würde hoffen. Ich kann gucken. Nein, hier war Ricky. Wie komme ich zum Wasserfall? Ich kenne mich nicht aus im Morgia. Weißt du doch, wo diese Granitbrücke da ist, oder? Ja. Über die da gehst du rüber. Ja. Und dann siehst du Wasser, das runtergeht. Hier. Ja. Okay. Da hinten sind die. Da hinten sind die Namen. Ich bin wirklich so nah am Ausgang. Das ist einfach nur wieder Lethal Company gewesen. So, hier war ich drüben. Da oben. Okay. Warte, nee, da drüben. Und dann direkt rechts runter, da ist mein Zeug. Ah ja, das ist ein Babyschleim. Oh. Lass mich Schleimfarm bauen. Hier ist noch ein Spitzhacke, habe ich aufgehoben. Okay. Hier ist noch Schwertschuhe. Und da habe ich die Mauer gebaut, damit die Skelette mich nicht töten. Mach das doch nicht weg. Bist du das Wasser ganz nach unten zur Lava oder? Hier, ich hab sie. Hier. Warum ist das Skelett tot? Oh Gott, das ist.
Irgendwas machen die Kartoffeln. Ach, ihr seid alle da. Hallo. 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 Dann jetzt zurück. Kaum hat Moggy sein Zeug, sind alle da, um zu helfen. Wir waren bei seiner Zombie-Spawner-Farm. Es wäre doch alles besser gewesen. Hier ist irgendwo ein Spinnen-Spawner, sei vorsichtig. Ja, ich erfreue mich trotzdem über die Zufälle. Du weißt, wie weit der Weg ist. Oh ja, stimmt. Schnell mal hier alles ausleuchten. Ich dachte, wir drehen um. Ja, ich drehe eigentlich auch besser um. Was machen wir mit den 7 Dias? Wie viel habt ihr? 0. 2. Maeve? Ja, das sind 1. Achso, war noch einer? Ich glaube, wir haben 2 da rausgeholt, Maeve. Ich war nie auf dieser Deep Slate Höhe. Ich hab weiter geguckt, weil wir sind direkt los zu Morgan. Okay. Ja, erstmal ist mit die Eisenrüstung ein Eisenschwert. Und wenn wir dann vielleicht eine Eisenspitzhacke haben, das reicht dann auch. Ja, so ein Dia-Schwert oder so. Vielleicht sind wir viel zu stark mit dem Dia-Schwert. Unser Abenteuer. Nee, da habe ich meine Zweifel. Ah, vielleicht. Ich kann gerne gleich auf schwer hochstellen. Nee, muss jetzt nicht sein. Nee, ich meine, ich bin bisher am häufigsten gestorben. Soll ich einen Death-Counter einbauen? Nee. Nee, das muss auch nicht sein. Man kann ja auch einfach nur ein bisschen Spaß haben. Kostet bestimmt alles extra Variants. Haben wir oben noch Essen, Ricky? Nee. Nein, wir haben nichts zu essen. Ja, genau, ich wollte losziehen und ein bisschen Partier da schlagen. Du wolltest dich um Essen kümmern, Ricky, hast du vorhin gesagt. Ja, nee, ich wollte los, aber ich war halt mal mein Zeug geholt, dann habe ich um die Ecke direkt Dias gesehen. Und ihr wisst ja, wie es läuft. So, ich würde sagen, hier und jetzt gehe ich hoch und suche was zum Essen. Wir können... Maggie, komm her. Was denn? Ja, einmal die lustige Kartoffel nehmen, endlich mal. Dass wir das erledigt haben. Ich jetzt so lange davor geteased, ich habe die in eine extra Kiste getan. Ich brauche auch eine. Ja. Okay. Komm mal her, Maeve, bitte. Okay, ja. Ich habe eine. Okay, also. Bin sofort da. Maeve, das ist jetzt wichtig. Maeve, wir nehmen die jetzt. Komm her. Maeve. Zack, zack. Hör auf, was du brauchst. Baublöcke. Komm hoch. Ja. Nein. Ja. Komm hoch. Hier. Los, Maeve. Ja. Okay. Also. Ich habe hier auch einen Kartoffelblock dabei. So, halt mir mal zu. Das ist nichts zu essen. Die setzt sie auf als Maske. Oh. Well, it looked like you found us. Reden die Deutsch bei euch? Nee. Press Leertaste to acknowledge. Okay, und weiter. Oh, steady on your feet there. Let's play movie. Name? What's on there? Okay, ja. You're probably thinking, what's the deal with this guy? I invite you to take a moment to consider my situation. Das ist been planning on infiltrating Minecraft for weeks. Oh, verständlich. Aber alles, was wir bisher geschafft haben, ist in den April-Scherzbild reinzukommen. Ja, ja. Und jetzt hast du uns entdeckt. Hast du irgendeine Idee, wie schwer es ist, den Java-Code umzuschreiben? Nö. Es ist nicht so einfach, wie Sachen einfach vom Internet zu kopieren. Es gibt sehr viel... sehr viel einfügen. Okay, ja. Da sollte man ChatGPT fragen. Wir haben mindestens 10 Zeilen Code schreiben müssen und aufs Beste hoffen. Und jetzt, da wir endlich in Minecraft drin sind, hast du uns entdeckt, uns aufgehoben und auf deinen Kopf gesetzt. Wie wir immer sagen, du hast... das ist echt wahr. Ich muss sagen, du hast eine unglaubliche Balance, mich auf deinem Kopf zu balancieren. Besonders... da du die ganze Zeit am Springen bist. Wieso springst du die ganze Zeit? Bist du so aufgeregt? Ich sehe keinen Grund, aufgeregt zu sein. Aber ich habe auch keine Augen. Ich bin ja nur eine Kartoffel. Also sehe ich nicht wirklich irgendwas. Aber die kleinen Wurzeln in mir, die aus mir rauswachsen, sind also so gesehen Augen. Vielleicht, wenn ich meine Augen zusammenkneife, kann ich sehen, wo wir sind. Pass auf! Da ist ein Block da drüben. Versuch dich nicht vor ihm zu erschrecken. Ah! Wie viel erzählt diese Kartoffel? Ich bin gleich tot, Alter! Vielleicht brauchst du einen Moment, um dich zu beruhigen. Die Welt ist sehr aufregend. Wenn wir ein Dorf finden, können wir vielleicht ein Bett von dort mitnehmen und uns ausruhen. Oh mein Gott! Let's find it. Lass uns ein Dorf finden. Oh mein Gott, ja. Jetzt haben wir eine Quest, ja. Und bleibt die jetzt da oben die ganze Zeit? Ja, das ist das eine, was ich gefunden hatte tatsächlich. Oh, ich muss wirklich halt unser Voice-Overlay runterschieben. Ich dachte so, oben links ist halt nichts. Hör mal an, Moggy. Was? Sieht gut aus, oder?
Maeve, du hast noch gar nichts. Wollen wir losziehen, ja, Village, ne? Suchen? Sieht gut aus. Ja, warte, das erstmal hier. Ich hab noch gar nichts, ne? Einmal für dich. Hier sind richtig viele Zettel drinnen, ne? Ja, ja, deswegen die Kartoffeln nicht in dieselbe Kiste mit unserem Loot tun, sondern in die Kartoffelkiste, damit die nicht alles mit Zetteln voll spammen. Ach so, okay. Richtig. Sorry. Das sind doch scheiße viele Zettel. ich hab das hier gecraftet. Ist das ein giftiger Kartoffelsensor? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ah ja. Oh mein Eisen. Gott. Aua! Ich hab Rechtsklick im. Oh. Ah, die erzeugt Energie, die erzeugt Strom, das ist eine Kartoffel. Ja, wenn man sich draufstellt, wird man ein bisschen gebrutzelt. Jetzt kannst du die erstellen, wenn du willst. Was kann ich dir erstellen? Ich krieg hast du mir irgendwie gebraten? Hast du mir Essen gegeben? Nee, hab ich nicht in der Kiste drin. Okay. Nicht mehr viele Dias übrig, wie mir scheint. Ja, habt ihr Knochen? Nö. Ich habe noch genug Dias für eine Schaufel. Ah, nee, ich werde keine machen. Ich mache mir ein Dia-Schwert einfach. Ich brauche nichts aus Dia. Ich habe Kartoffeln. Ich würde was aus Dia nehmen, nachdem ich 7 Stück gefunden habe. Hab ich hingelegt da. Was hast du hingelegt? In die Kiste habe ich reingelegt. Das sind 6 Dias. Ja, was mache ich da damit am besten? Hier Holz ein bisschen reingelegt noch. Zack. Ich mach ein Schwert. Ich hab auch ein Schwert gemacht, glaube ich, das ist das Sinnvollste. Oh, hier ist ja noch Dirt überall. Ja, ich wäre Rüstung sinnvoller, aber naja. Rüstung machen wir gerade das Eisen. Komplett. Aua. Aua. Du musst vorsichtig sein. Dieses Geräusch auch einfach. So, wann wollen wir nach dem Village suchen? Ja, können wir langsam angehen, ne Village. Da haben wir nämlich dann auch direkt ein bisschen was zum Essen. Ja. Können wir uns die Taschen voll machen. Oh, die Kartoffeln sind... Achso, Bonemehl. Sehr schön. Hat jemand die Kartoffelherdplatte wieder angelassen? Womit baut man die ab? Ich bin der Ho bestimmt. Wollen wir alles mitnehmen oder wollen wir alles hier lassen? Im Dorf haben die genug. Hat noch jemand Knochen? Nee, dann lass doch die Kohle und so wie jetzt mitnehmen. Tatsächlich geht es mit gar nichts leicht kaputt, aber man kann es einfach abbauen. Ja klar. Steht hier echt richtig gut. Danke, dir aber auch. Danke. Ich glaube, steht uns allen ganz gut. Okay, dann plündern wir Deschkes Dorf ein weiteres Mal. Natürlich. Diesmal können wir es ja wirklich plündern. Hier ist noch Eisen am Raten. Ja, das ist... Wir kommen später noch bestimmt wieder. Soll ich trotzdem die Diamanten mitnehmen, sicherheitshalber? Falls du nicht wiederkommst? Ja, Wertsachen können wir mitnehmen. Okay, dann steckt mal hier alles Wertvolle ein noch, was in der Kiste Eimer. Ist. Ja, ich gehe dann nochmal außen rum. So, das ist ja wie in der guten alten Zeit hier. So. Bin hungrig und hab Lust auf... Ich bin hungrig auf Abenteuer. Deswegen drei Weizen. Hunger. Wollt ihr die anpflanzen? Die kann man nicht anpflanzen. Du kannst ein Brot draus machen. Ja, ja, stimmt. Machen. Oh, mach ich mir doch eine leckere Stulle hier. Oh ja. Ich lach nur, weil ich einen Witz von auch gemacht habe. Konnten wir nichts draus craften aus den ganzen Kartoffeln? Das waren doch irgendwie 50 Rezepte, die wir gesehen haben. Wir brauchen Potato Peels. Dann können wir uns eine Rüstung aus Kartoffelampe machen. Oh mein Gott, ja, das will ich. Ja, ich habe das Gefühl, im Dorf wird sehr viel noch Potato-Zeug sein. Ich denke wirklich, wir sollten zum Dorf einfach rübergehen. Ja, einfach zum erstmal Dorf machen? Okay, lass einfach Dorf gucken. Aber sonst vor allem, da werden auch, denke ich, auch sehr viele Poisonous Potatoes sein, also... Ich will nur probieren. Wir haben ja den Kartoffelblock. Ich kann einfach eine Schere machen. Kann ich den schälen? Ich kann ihn mit der Schere schnell abbauen, aber Ricky steht mir zu nah dran. Aua! Okay. Meine erste eigene Fackel. Kannst du die... Ja, damit das Feld weiter wächst. Wie würdet ihr Kartoffelschale holen? Vielleicht kann man einen Potato-Peeler einfach craften oder so. Ich bin mir sicher, vielleicht finden wir auch einfach im Dorf das Werkzeug dafür. Kann auch sein. Ich esse einfach Kartoffeln in der Zeit. Ich habe 3 Bratkartoffeln, ich bin auch bereit. Das ist wie auf dem richtigen Server hier gerade. Moment, du gehst hier raus. Ich dachte, Ricky wollte sich um unser Essen kümmern. Das will er immer, aber du weißt ja, wie es läuft. Hey! Wer weiß mir das Gegenteil? Arschloch. wo seid ihr? Wie seid ihr da hochgekommen? Wir sind oben. Die Treppe hochgegangen. Wo ist denn die Treppe? Ja, da, wo wir runtergesprungen sind. Wo sind wir denn runtergesprungen? Ja, das ist, so weit kann ich dir auch nicht helfen. Ich bin hier beim Baum. Ja, da.
bei diesem Granit geht's rechts, da ist so ein Block weiter Weg, da geht's rein, da sind noch ganz viele Fackeln. Mit dieser scheiß Maskensicht aus, als ob ein Gesicht so der Wookie wäre oder so. Ja. Also ich weiß, dass es auch noch wo ein Dorf ist, es ist einfach den Fluss runter. Aber wir gehen zu Dashke. Ne, gehen wir den Fluss runter. Ich weiß nicht, weit. Na, da wiederum, Dashke ist auch nicht so weit entfernt. Aber wir müssen dann. Wir müssen halt um den Berg herum. Wollen wir nicht einfach mit dem Boot runter zu deinem, zu dem Sanddorf? Dann sind Kühe ja gut, dann schnell. Ich glaube, wir gehen zum Sanddorf besser, oder? Lass kurz mal eine Minute stehen bleiben, bis Ricky bei uns ist. Ich sehe ihn nicht mal, aber er hat gesagt, er hat Kühe gesehen. Ja, hier hinten. Ja, da hinten bei dem großen Berg. Waren welche. Bei mir Sache ist, ich sehe ihn immer noch nicht. Ich bin doch schon auf dem Rückweg. Ey, wie weit bist du überhaupt weggelaufen? Er war schon beim Dorf. Er war schon beim Bambuswald. Ich hab's schon angepflanzt. Ich hab 21 Fleisch. Fleisch. Ja, ist auch nicht übel. Oh, hat jemand einen Stick? Ja. Ich hab einen Stick. Hier. Jetzt hat Mayfi. Will jemand kämpfen? Was? Was ist das? Das ist der Kartoffelschäler. Ja, oh, Schäler, der Schäler. Ich hab noch einen Schäler. Da hinten. Hier zwei giftige Kartoffeln. Ich habe noch den Block dabei. Oh, geschälte Kartoffeln. 9 Kartoffelschalen. Guck mal, wir haben aber Spaß ohne Ricky. Ich sag, ich bin wieder Rüstung gecraftet. Scheiß auf Eisen, ich bin eine Kartoffel. Hier, nimm den Müll. Wie macht man den Schäler? Eine Schere und einen Stick. Oh, eine Schere. Ich habe keine Schere, ich habe kein Eisen. Oh, jetzt werden Kartoffeln gemacht. Warte, ich habe auch kein Eisen Blöcken dabei. 1, 2, 3, 4, so. Warum klingt das so matschig? Besonders, man kriegt die Kartoffeln auch wieder raus aus dem Block. Potato Peels. Oh, die kann man die färben? Yellow Potato, Light Blue Potato Peels, scheinbar. Kann man die färben? Ich habe so viele Crafting-Rezepte auf einmal hier drin. Hilfe. Haben wir noch Eisen? Ich will es auch sehen. Ja, warte, ich hab Eisen hier. Black Potato Peels. Danke. Vielleicht kannst du dann die Potato-Rüstung machen. Oh, weil man braucht einen Blaze Rod für einen Potato-Hammer. Mies. Ja, mit Diamanten hast du nichts gesehen. Ich hatte nämlich keine im Inventar bisher. Ja, ich habe auch keine mehr. Ja, aber die Rezepte hast du ja dann automatisch freigeschaltet. Ach so, nö, ich sehe hier Black Potato Bricks. Es gibt halt die Poisonous Polytra. 4 Phantommembran und eine Giftkartoffel. Da hat man eine. Ja, Gift. Warum sehe ich eigentlich den Poisonous Potato Hammer in meinem Inventar? In meinem Crafting-Rezept. Ich sehe den auch. Den hat man, glaube ich, einfach. Es kann man einstellen, welches der beiden Materialien man aufheben muss, um es zu sehen, glaube ich. Potato. Wie gut ist die Potato Chef Blade? Gar nicht. Und die ist scheiße, ja. Ja, die hat keinen Verteidigung. Ah, dann braucht man die bestimmt für irgendwas Special-mäßiges. Ja, ich hab's ja schon mal an. Ich bin schon mal ein bisschen Kartoffel. Ich brauche noch mehr Kartoffeln dafür. Stimmt, dann. Gimmick-Boss. Kartoffeln? Dankeschön. Kann ich mit dem Potato Peels irgendwas machen? Oh yeah, langsam geht der Kartoffelmodus los. Ja. Oh, man kann auch Schuhe machen. Schuhe gibt's auch, ja, aber keine Hosen. Aus 6 Gold, aus Gold und einer giftigen Kartoffel kann man eine giftige Kartoffel, goldene Kartoffel machen. Wie denn? Sehe ich nicht das Rezept. Giftige Kartoffel in die Mitte und die Goldbarren drumherum. Ich habe keinen Goldbarren, kannst du mir mal einen zuwerfen? Wird übrigens langsam Nacht, also. Ja, wir sollten gleich los. Kannst du auch alle haben. Hier ist übrigens Essen im Dingens, ne? Nehmt euch was raus da. Dankeschön. Ich kann es nicht mehr zurücklegen hier. Giftige Goldkartoffel. Hebt das Fleisch auf, es liegt im Dreck. Hier ist noch ein Boot. Oh, ein Boot. Warte mal, da fehlt ja was im Boot. Moment mal. Hat noch jemand Goldbahn? Nö, ich glaube, die hatte nur Maeve dabei. Ja. Okay. Ich habe noch ein Golderz, aber dann reicht's auch nicht. Hier sind noch Steaks, was ihr noch braucht. Steaks. Ja, ich nehme gerne irgendwas zu essen. Ich habe 3 Steaks und 3 Ofenkartoffeln, das reicht. Hast du mal so ein Potato-Ei geworfen, was passiert? Wir müssen auf Ricky warten. Ja, das fliegt irgendwo hin. Jetzt wollen alle mein Essen fressen, guck mal. Jetzt, guck mal, wie sie jetzt drauf geiern. Eben noch Megan. Oh. Der Potato-Augen müssen wir dann auch noch folgen.
Erstmal ins Village. Erstmal das Dorf, ja. Okay. Ja, wir können ja sogar ein bisschen rennen, wir haben ja Nahrung. Ah, ich sollte mal erstmal vielleicht mehr als 4 Herzen haben. Kommst du mit Maeve? Ah, davor ist auch noch das Enderportal direkt. Wolltest du die graue Wolle wegschmeißen? Ja, das Enderportal. Oh. Die Kartoffelzombies waren aber beim Enderportal cool. Kriegst du. Beim Enderportal kriegen wir Gold! Ein Goldblock manchmal, ja. Oh mein Gott, übrigens diese Schlucht, ich glaube, die ist die. Ich glaube, die haben wir nicht bei unserem Seed. Haben wir nicht? Also, ich würde eat my shirt. Ich hab was von meinem T-Shirt gegessen! Das hat halt wieder verloren! Avoid getting hungry by eating your own potato chest plate. Oh, ich hab Schutz vor Hunger! Let's go! Ricky, warte, ich will was weglegen. Dann bin ich aber Kofferraum dabei. So, okay. Hier sind Goldhose drin und Obsidian und Feuerzeuge. Oh, die Potato-Rüstung ist eigentlich genau das richtige Ding für Ricky, ne? Eigentlich will ich genau richtig für mich. Nie wieder Hunger. Ice Bucket Challenge. Und Lava-Block wäre eigentlich auch ganz cool. So Magma. Ja, kann nicht cool. Schaden. Crouchen auf Magma-Block. So. Können wir irgendwie hier was zaubern? Da brauchst du die ja für, Maeve. Nein, ich schaff das. Ja, aber der geht aber kaputt. Achso. Aber weiter? Ja. Ja, ich würd weitergehen. Maeve, wenn du Müll hast, pack's bei Ricky in den Kofferraum. Okay. Ja. Jetzt frage ich mich aber, was die Kartoffelschuhe machen. Ja, Ricky? Willst du die auch essen, oder was? Vor Wut? Also, wir haben hier Gürtel. Eins lebt ein Mann in Peru. 3 Öfen haben wir hier. Wir fahren noch. Weiter, Maeve, steig ein, schnell. Ein paar Fäden noch. Maeve, da vorne ist ja das Dorf schon direkt. Okay, let's go. Let's go. Das ist ja wirklich ziemlich nah. Ja, ja. Deswegen meinte ich ja, so, da kann man hingehen. War auf unserem Server auch anders generiert. Hier sind generell ein paar Kleinigkeiten anders. Hier sollte irgendwo ein Bett sein, was wir leben können. Warte doch auf meine Kartoffel. Wir sind noch nicht da. Oh ja, die Kartoffel redet. Okay, warten wir mal eben. Ein Bett. Ups. Wir sind aber fast da. Ich lege im Bett. Upsi. Wie ups? Du bist einfach hingelaufen und hast dich reingelegt. Könnt ihr mir nicht helfen? Ups. Ich bin mir ziemlich sicher, ich sagte, wir sollen das Bett nehmen. Oh, okay. Die Kartoffel wollte, auch... dass wir das Bett mitnehmen und nicht uns reinlegen. Oh. Oh, okay. Warte, ja, ich hab... Kaktus. Oh, Brot. Ich kann noch ein bisschen schlafen trotzdem, dass es zählt. Ist ja noch ein bisschen. Ich platziere. Okay, ich lieg im Bett. Ich auch. Ich finde kein Bett. Moment. Gute Nacht. Ja, Rick hat sich einfach in mein Bett reingelegt vor allem. Ja, und das war davor mein Bett, Maeve. Ja, aber du hast da ja. Neues, ich nicht. Ah, Zombies! 2 Stück! Hilfe! Dann mach ich mal die Tür zu, Moment. Sleeping Hammer, ein Bett ist nicht dasselbe wie ein Bett mitnehmen. Wenn ich das gemeint hätte, hätte ich was anderes gesagt. Übrigens. Warum steht bei dir was? Bei mir sagt er nichts. Was hältst du bisher von dem April-Scherz? Was hältst du dieser Priestfall-Joke? Ja, hab ich auch. Ich mag den, wo man den Block aufheben kann, mehr. Ich denke, dieses Jahr haben wir es gut gemacht. Kartoffeln. Was, warum steht das bei mir nicht? Ich weiß nicht, weil der Zombie mich aufgeweckt hat wahrscheinlich. Wir brauchen noch ein Bett. Dass ich wollte auch nicht den Dialog fortsetzen, aber mich haben Gegner angegriffen, da musste ich springen. Oh, hier sind's. Oh Gott! Er macht viel. Jetzt ist das ein Kartoffelzombie? Nee. Jetzt Fortschritt erzielt. I'm so hungry I could eat my shirt. Nein! Ah, hier sind ganz viele Häuser noch. Wo? Ah, da! Ich bin in deinen Gedanken. 2 von 4 Spieler schlafen. Maeve? Ja, ich versuch's. Ich lieg im Bett. Ich lieg jetzt auch im Bett. Gute Nacht. Ja, Ricky, warum bist du aufgestanden? Geh doch in Bett! Hier. Jetzt bin ich auch dran, ne? Okay. Okay. Redet jetzt euer Helm? Nö. Hüpfen? Ah doch, jetzt. Ich muss springen. Oh ja, okay. Sleeping a bed is not the same as taking a bed. Okay. Okay, ja, hüpfen bis der 3 Punkte sagt, dann seid ihr so weit wie ich. Ja. By the way. Das dauert ein bisschen, der hat ein bisschen was erzählt. Ja, dieses Jahr April-Shirts war okay. Oh, konnte man einmal auch nur einen einzigen Block verwenden? Ja, ja, das war letztes Jahr, glaube ich. Oder vorletztes. So, 3 Potatoes. Yeah. Lustig.
Ich versuche deine Gedanken zu lesen, aber ich glaube nicht, dass wir mit Telepathie kommunizieren. Moment, warte, so weit bin ich noch nicht. Ja, okay, okay. Okay, jetzt bin ich mit denen at least der Two-Way-Telepathie. Ja, genau, zumindest keine Zwei-Weg-Telepathie. Das fühlt sich sehr undirekt an. Und dann springst du irgendwie immer wieder. ich nehme an, dass Springen einfach eine Art der Zustimmung ist. Ja, naja, und Zuneigung auch. Vielleicht kann ich dein Inventar modifizieren. Du sollst jetzt Papier in der Hand haben. Ja, habe ich. Nee, habe ich nicht. Paper, write your thoughts on the April Fool's Snapshot. Habe ich nicht. Im Inventar? Hab ich nicht. Aber wir brauchen einen Armboss. Ist die nächste Nachricht. Hinter dir. Ja, da ist ja einer. Ah, du brauchst übrigens einen Armboss. Der sollte funktionieren. Ja, der sollte es machen. Ja. Okay. Wie benenne ich ihn jetzt am besten? Very Potato. Ich glaube nicht, dass ich das Papier lesen kann. Meine Kartoffelaugen können nicht lesen. Weißt du noch, als ich gesagt habe, dass ich nicht sehen kann? Nichts hat sich in der Richtung geändert. Ich will noch kurz warten, bis ihr eure Zettel benannt habt. Ich glaube, nein, die Kartoffel kann eh nicht lesen. Warte, warum sagt er mit mir? Wie muss ich den nennen, damit der was sagt? Irgendwas? Irgendwas? Ich habe ihn Mogia ist gut genannt und jetzt kriege ich eine Nachricht. Ich habe nicht von den Zettel bekommen, das ist das Komische. War der Inventarfall? Ja. Ja. Jetzt nicht mehr, aber ich kriege ihn auch nicht. Ich nenne ihn Potato. Warum kommt jetzt nichts? Warum passiert hier nichts? Er hat gesagt, hier ist ein Zettel, da ist ein Amboss, jetzt schreib deine Gedanken drauf und es passiert nichts. Wollen die mich verarschen? Ja, scheinbar. Scheinbar? Also wahrscheinlich braucht man die Kartoffel nicht zwangsweise, dass wir weitermachen. Ich lese einfach weiter vor, was sie sagt. Ich guck mal, was sie als nächstes verlangt. Sobald wir die nächste Aufgabe haben, wissen wir ja, ob du sie brauchst oder nicht. Wenn sie dich hasst, scheinbar die Kartoffel. Okay, also er hat gesagt, wir brauchen irgendwas mit Giftkartoffeln. You believe there's some significance to the poisonous potato. Und von meiner Analyse des Minecraft-Codes, ich glaube, du solltest versuchen, dir die Augen rauszuschneiden. Oder um es genauer zu sagen, crafte Kartoffelaugen. Ja, wir sind Kartoffelaugen. Los, Lord Zombie, Let's Play Mogi, Maeve und Ricky, craftet Kartoffelaugen von den Giftkartoffeln. Hab ich gemacht? Dann sagt er nichts Neues mehr. Ja, aber dann können wir die ja werfen. Wir wissen ja, was die machen. Also sollen wir es einfach da hingehen? Ich werde dann einfach auch mitgehen. Kann ich eigentlich Essen wieder haben? Ich habe nur ein bisschen. Kann ich hier. Ich hatte 3 Jam. Ofenkartoffeln und 3 mal Fleisch. Und jetzt habe ich nur noch eine. Ich weiß, was du meinst, Zombie. Was? Achso, ja, die Villager verkaufen Sachen für Amber anstatt Emeralds. Ich war so verwirrt gerade. Da gibt's wohl eine Überarbeitung. Ist es jetzt ein neues Minecraft-Feature mit Ambers oder? Nee, ich weiß nicht. Snapshot? Ich werde für rote Beete und für Kartoffeln kriegen wir giftige Kartoffeln von denen. Also, die sind ein bisschen modifiziert, glaube ich. Stimmt. Wir kaufen einfach giftige Kartoffeln. Ziehst du den Zettel ins linke Feld beim Umbenennen? Ja, oder? Ja klar, ich mache Shift und Linksklick. Mach mal wie so ein Rentner das reinziehen und rausziehen. Kartoffeln. Oh mein Gott, wirklich? Ja, gern geschehen. Der was? Warum? Oh mein Gott, das ist so dumm. Als ob das einen Unterschied macht. Mach mal wie so ein Renten. Vor allem, habt ihr das genau alle so manuell reingezogen? Ja, scheinbar. Ja. Bei sowas gehe ich immer auf Nummer sicher und mache was so langsam wie möglich. Keine Ahnung, aber aus Instinkt. Wobei ich würde wetten, dass ich es mit Shift-Click reingezogen habe. Egal, es hat funktioniert. Das ist so komisch. Hauptsache hat es geklappt. Wie kam es jetzt eigentlich darauf, dass ich so versuche? Weil ich überlegt habe, dir zu helfen, weil ich gemerkt habe, dass es dich gestresst hat. Ja, ein bisschen genervt. Das ist voll süß. Ihr seid voll süße Paar. Ich schipp euch jetzt. Ich Potato-Shield dich gleich. Ich habe ein Dia-Schwert. Aua! Den hatte ich verdient. Moment, wenn ich falle, mache ich einen Crit. Aua! Poisonous Potato. Oh mein Gott, ich liebe den Namen der Schuhe. Okay, wie macht Hast du den Namen der Schuhe gesehen, Moggy?
Moment. Zwei Potato. Oh, 28. Okay. Ja. Hast du die Schuhe gemacht? Ich wollte wissen, was die machen. Deswegen bin ich von irgendwo runtergesprungen. Oh. Ich habe den Fallschaden komplett abgefangen. Oh, das ist hilfreich. Was ist das? Das ist Poisonous Mashed Potato. Ich habe Stampfkartoffeln gemacht. Kann ich das essen? Kann man auch nicht essen. Das ist quasi nur ein Teppich. Doch mit Rechtsklick kannst du die essen. Man kann die essen? Mit Rechtsklick, ja. Wenn du die auf den Boden oder stellst. Kannst du sie stacken. Man kann die stapeln. Wie Schnee. Wie so Kuchen. Wir brauchen mehr. Morgi, hüpf runter. Mach deine auch kaputt. Du kriegst irgendeinen Debuff da drin. Stinky. Nein, Sticky. Ah. Jetzt klebe ich an den Wänden. Ich kann jetzt alle Wände hochklettern. Nein. Oh mein Gott, damit habe ich gestern noch richtig verarscht, als ob das es gehen würde. Und jetzt gibt es einfach ab einmal das. Au. Okay. Deine Schuhe sind hier kaputt gegangen, aber es ist kein einziger Block entstanden. Na, Spider-Man. Schön. Spider-Man. Ich liebe, wie der Snapshot dich einfach hasst. Ich will auch gar keine Arme. Das ist schon vollkommen okay. Mann. Ich will auch gar nicht. Ich habe mir neue nochmal gemacht. So, wir müssen einfach so ein Ende-Augen jetzt machen. Also, ich habe 28 Stück. Ich hab genug für uns alle. Nee, die müssen wir machen, oder nicht? Ja, dann mach eins. Gib einfach Ei bei der Box ein. Okay, Ei. Oh, ein ganzer Block. Ist es schon ein ganzer Block? Ich glaube, da fehlt noch. Geh mal raus. Oh, ich habe gar keine Kartoffel. Hat jemand immer noch eine Kartoffel? Ist die Kartoffel? Nee, ich habe 28 Augen gemacht. Hast du eine Kartoffel für mich noch, Zombie? Ein Zombie kann ich noch eine Kartoffel haben. Oder? Warte, nee, doch, ich hab noch. Da. Also wenn du die stapelst, die werden dann alle zu einem. Deswegen lieber einzeln mitnehmen, und wenn man die essen will. Aber ich glaube, es ist halt immer noch Giftkartoffel. Ich glaube, man kann immer noch vergiftet werden. Wenn man die essen will. Die vergiften einen doch, oder nicht? Ja, aber nicht so schlimm. Das Essen ist besser. Nicht so schlimm, nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Das ist wie, als wenn du Laktose hast. Du isst halt mein Zettel, glaube ich. Irgendwie meine Rüstungsteile sind. Hast du noch welche Magie? Ich habe, glaube ich, vorhin die Brust zu dir geworfen. Ah ja. Reichlich habe ich doch. Hellbräu nicht. Okay, du kannst trotzdem eine haben. Ricky hat die Schuhe geklaut. So, seid ihr bereit, dem Potato einzufolgen? Ja. Ja. Werf, Morgi. Es fliegt dahinter. Ich wollte gerade sagen, reich ist überhaupt geworfen? Oh, ist geplatzt. Ich habe 27 Stück. Oh, Boote. Folgen wir den Booten. Ich fahre mit Rickys Boot. So, oh Gott. Ach, Maeve klebt die ganze Zeit in mich rein. Auf den Berg hoch. Aber wir können erstmal hier rumfahren, vielleicht. Ja. Ja, nee, es wird so ein bisschen nach rechts, scheinbar. Hier ist ein warmer Ozean, Leute. Ja. Den wollte ich dir. Auf den wollte ich Dashke aufmerksam machen. Aber er meinte, nee. Maeve hat hier schon alles gelootet. Da meinte ich, Maeve hat weiter im Osten alles gelootet. Oh, aber dann wäre ja hier. Oh, das ist ein Dschungel. Die Farm von Sean. Ja, die ist hier in der Gegend. Oh, nee, die ist weiter im Osten. Hier ist Zombies, Sanddorf. Die von Sean war doch komplett im Norden. Nö, die war viel weiter im Osten hier. Ja, ich habe in der Nähe von Sean's Base auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Ich glaube, wir müssen an Land gleich. Oh, wir haben es hier. Wir haben es gefunden. Morgi. Was? Morgi, wir sind da. Wir sind über einen riesigen Kartoffeldungeon gefahren hier. Ah ja? Das sind Kartoffeltreppen. Ich will die haben. Oh mein Gott. Kann ich den Kartoffelschäler zum Abbauen? Nee. Kann ich den Kartoffelbeacon abbauen? Ich baue ihn ab. Kannst du den nicht öffnen? Ist das ein Kartoffelbeacon? Klar ist das einer. Schau es doch mal an. Ja. Was, müssen wir eine Kartoffel reinsetzen? Eine Giftkartoffel? Hier ist eine Kiste oder so? Daneben auf jeden Fall, Leute. Ich habe eine Giftkartoffel reingesetzt. Ich glaube, du weißt, was als nächstes passiert. Hast du noch eine Giftkartoffel? Nee. Kann man da noch jemand eine? Das ist ein Portal! Okay, wir brauchen Kartoffeln. Wir brauchen Kartoffeln. Wir können alles Portal nehmen, alles gut. Hier ist noch eine Kiste noch, Leute. Wieso öffnen wir die nicht? Hast du nicht? Ich dachte, du hast die geöffnet. Was ist denn drin? Portal. Nein, ich öffne die doch nicht. Kartoffelreich. Ich will nicht mal auf. Da sind Kartoffeln und Goldrüstung drin. Der tötet mich übrigens, der Penner da mit seinem Trident, ne? Ich helfe. Au. Mich auch. Ich bin im Kartoffelparadies. Oh mein Gott, wie cool ist das hier? Wir kommen gleich. Nee, wir kommen nicht, wir sind tot. Die Wölfe essen die Kartoffelschafe auf. Der Punktestand. Seid ihr auch gestorben? Nee. Okay, Morgi geht durch. Ich bin in der Kartoffeldimension. Auf ins Kartoffelreich. Oh. At last, the potato dimension. Ich
Ich hoffe, dass hier keine Gegner sind. Für dich? Ich glaube, du musst dein Shampoo wechseln. Ah ja, ich hab gar nicht den Kartoffelkopf. Ach, fuck. Ich fühle mich ziemlich eingegreased ab hier. Ach so. Hast du den gelootet wenigstens? Also hast du ihn jetzt dabei? Ja, er geht gerade zurück. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht. Ach, da drüben liegt noch Kram. Ich glaube, wir hatten vorher nicht zugehört, weil wir gerade von diesen ertrunkenen Eiskalt wurden. Ja, genau. Ich habe reingeguckt. Oh, super, Mario Sunshine. Okay, jetzt erzählt ihr irgendwas von der Kartoffeldimension. Aber gut, dass wir beide denselben Gedanken haben. Oh, da oben liegt ein Bett. Oh. Bist du schon bei uns? Nee. Nee. Ja, ich habe oben ein Bett draufgelegt. Müsstest ja, ich habe mich gerade Wir sind auch in einer Division, dass müsstest du auch schlafen können, glaube ich. Oh, da habe ich gar nicht gelegen. Ich auch nicht. Ich habe ein Bett dabei. Ich hoffe, mein Bett explodiert in der Dimension oder so. Nö. Das sieht ziemlich tragisch aus. Einfach neben uns, Ricky. Hast du die Tiere gesehen? Das Minecraft-Schwein sieht ziemlich lustig aus. Und die Kuh. Sehr, sehr cheeky. Egal, wir sollten eine Kartoffel-Village finden. Irgendwo hier sollte eine Kartoffel-Village sein. Okay. Wir sollen Kartoffeldorf finden. Haben wir Blöcke, um uns rüber zu? Ich habe ein paar. Natürlich. Oh, da fallen ein paar Glowsquids runter. Haben wir alle ein Bett dabei, dass wir Tag machen können? Nö. Okay. Nee. Da drüben liegt ein bisschen Fleisch und Kartoffeln. Ich dachte, wir hätten extra ein Dorf aufgesucht, um Betten zu holen. Sogar als Quest. Hab mich wohl getäuscht. Gut, dass ich habe ja mein Bett oben raufgestellt auf die Base, ne? Ich hab meins dabei. Ja, soll ich meins schon holen oder nicht? Nö, wie du willst. Wenn wir sind jetzt hier. Warten mal 10 Minuten, bis Tag wird. Ah, nein! Noch nö, geh weg. Was ist das denn? Kartoffelskelett? Ein Kartoffelskelett, weg mit dir. Aber was droppt es? Viel wichtiger. Das werden wir nicht herausfinden, da sind nämlich weg. Da drüben waren Kartoffelschafe und sowas, die wurden von Wölfen gegessen. Ich guck mal, was da so ist. Kartoffelwölfe? Alle Blöcke aus Kartoffel? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber womit braucht man Kartoffel ab? Nichts hier ist effektiv, um Kartoffel abzubauen. Oh, das sind Pommes-Dinger. Achso, ich dachte, wir können alles hier abschälen einfach. Terre de Pomme, kann man die essen? Oh nein, jetzt muss ich mir den ganzen Text nochmal reinziehen. Oh ja, die kann man mit der Hand fast schon schneller abbauen, als mit der Spitzhacke. Dann wahrscheinlich gleich schnell. Und hier ist ein Pilzbiom. Ja, Erde ist das ja auch. Morgi. Ist so schleimig hier, hörst du das? Mhm. Oh, hier, was ein grüner Zaun. Oh, grüner Zaun. Jungs, guck mal hier, der wurde geschält. Oh, der gönnt sich die Kartoffelschalen. Deswegen gibt es so viele Farben wahrscheinlich. Die wächst aber auch alle. Ja, lass uns hier eine Base bauen, oder? Erst, hier sind Wege, also eigentlich müsste irgendwo ein Dorf hier sein, wenn hier Wege sind. Ich will sagen, wir suchen nach dem Dorf. Ich will jetzt keine Base bauen. Das Dorf ist einfach oben drauf. Ist über uns, glaube ich. Das ergibt so viel Sinn. Ich schwimme mal den Wasserfall hoch. Das ist so komisch generiert wahrscheinlich. Das ist normal in Minecraft generiert. Oh, du schubst mich nicht raus. Oh, ich dachte gerade, ich fall runter hier. Hier auch einfach Mangroven und alles sind. Hier sind auch Wege. Oh nein. Da hat dich was angegriffen, Ricky. Und das auch noch mit dem fast kaputten Trident. Oh mein Gott, ein Kartoffelhuhn. Und hier wächst auch Kartoffeln aber überall. Ich komme nicht hoch. Ohne zu sterben wahrscheinlich. Du kannst nicht schwimmen, ohne zu sterben? Ich komme doch nicht hoch, ohne zu sterben. Ja, warum? Wir sind nur Wasser hochschwimmen. Ja, weil mich irgendwann zwei Leute immer die ganze Zeit runtergestoßen haben, glaube ich. Nein. Das Kartoffelhuhn hat Augenbrauen. Das war nur ich. Ach so. Oh Mann. Oh, das ist ein Kartoffelpferd, das ist ein Pferd. Egal, wer von uns beiden irgendeine Scheiße baut, der andere wird immer im Deck mit reingezogen. Die Scheiße, die ich bei Fully gemacht habe, wird Moggy mit reingezogen. Oh, da ist Zombie wieder unten. Ich hab nur noch zwei Erden, hat jemand was zu essen für mich? Ich glaube, Fully war wirklich sauer. Ah, Kartoffelkleber! Ja, der war nicht begeistert. Es war wieder wie beim Golfspiel, wo er dann gesagt hat, nee, ich bin nicht wirklich sauer, es ist nur Spaß, aber naja. Ja, aber man weiß. Dann wurde er immer lauter. Er schreit auch immer so viel rum in letzter Zeit, das macht mich so sauer. Kartoffeln kannst du essen? Weiß ich gar nicht, ich hab keine Kartoffeln. Oh, ein Giftkartoffelschaf. Ich komm zu euch rüber, ich weiß gar nicht, wo Maeve ist. Guck mal, da drüben sind so grüne Blöcke, siehst du das? Ich hab mir ein paar Kartoffeln geholt. Ja. Das ist ein Baum. Ein paar Kartoffeln geholt. Ein paar Kartoffeln geholt. Oh, lecker. Da können wir dürfen, oder? Die Blöcke hier können wir nicht schlecht abbauen. Ich komm mal zu dir mit rüber. Oh mein Gott, was sind das? Oh, die kann man ja gar nicht abbauen hier. Ja, lass mal zu Maeve rüber und dann da hochgehen. Wie sind denn da hochgekommen? Ich hab mich von der anderen Seite rübergebaut. Ich weiß nicht, wie Zombie hochkam. Oh, ich hab einen Potato Flower. Ist die nicht schön?
Hier sind so viele Blöcke, ich bin so überfordert erstmal. Meine Kartoffeln blühen schön. Ich mache halt das mit diesen fliehenden Inseln. Ich glaube, das kann man, wenn man eine Welt erstellt, einstellen an sich. Ja, es gibt ja Skyblocks auch. Das war was für dich. Wer ist das? Pferd. Das ist eine Mod. Sollen wir das wirklich... Ja, du könntest vielleicht hoch. auch... wäre nett, wenn du so ein bisschen wie eine Treppe das machen würdest, damit wir nicht hinter dir als abbauen müssen. Aber da hatte ich nicht genug Blöcke. Dann habe ich mich einfach hochgebaut. Ich sehe schon. So. Ich bin irgendwie in Wolken drin. Wir können sehen, wo der Pfeffer wächst. Was ist, wie viele neue Blöcke sind denn hier? Potato Sprouts. Eine Menge. Die sind nur... Warte mal. Optionen, Video-Settings. Wo macht man Wolken aus? Clouds. Fancy off. Ja, oh mein Gott. Danke. Leg vielleicht einen Block, Ricky, an der. Okay, du hast es geschafft. Was ist das hier für ein Block? Das Holz? Nee, das ist eine Eisendruckplatte, nur in grün. Oh. Glaube ich. Eisendruckplatte in grün? Nee, es war ein Block. Oh mein Gott, hier ist ein Kartoffelschwein. Das sieht richtig cool aus. Ich will auch die Kartoffeltiere sehen. Oh, Kakaobohnen! Moggy, neben dir bin ich. Oh, da ist einfach nur Kakao drin. Holy shit. Hier sind ganz viele Kartoffelbienen. Ja, ich sehe es. Wo sind die Kartoffel? Ach, hier sind Kartoffelbienen. Das Kartoffelschwein ist genau in die andere Richtung. Hallo Kartoffelbiene. Sie hat sogar einen kleinen Kartoffelstachel da hinten. Ja, klar. Ricky, wo bist du? Also hier muss doch irgendwo ein Dorf. Bist du schon hochgegangen, Ricky? Nee, ich töte gerade Kartoffelhühner. Hier ist ein grüner Baum. Ja, hier steht auch ein grüner Baum. Ich glaube, die fällt. Ich gehe auch mal mit hoch, Ricky. Ich bin beim grünen Baum. Ich bin bei den Bienen, falls... Oh, hier ist... Was ist das? Die Spitzhacke baut das Zeug nicht schnell ab, Maeve. Okay. Das ist tatsächlich aber eine riesige Kartoffelwurzel scheinbar. Und dann kann man Kartoffelholz rauskriegen. Kartoffelholz? Wisst ihr, was ich wegschmeißen kann? Ja, wahrscheinlich das Grüne dann, ne? Ich baue mal ein Kartoffelbienennest ab. Ich habe eine Potato Fruit bekommen. Ich glaube, die werden wütend, wenn du das Nest abbaust. Ja, die sind wütend. Okay. Oh, die vergiften mich, hört auf. Oh, hier ist auch eine Kartoffelwüste hier drüben. Wo seid ihr denn? Ja, oben, wir laufen einfach rum. Oh. Ah, da, ich hab euch. Das sind sehr viele Bienen, die jetzt sauer auf mich werden. Oh, fuck. Ich hab ein Problem. Oh mein Gott, ist da ein riesiges Kartoffelfeld da unten. Wir haben nie wieder Hungerprobleme, wenn wir da hingehen. Das würde ich mir wünschen, denn... Oh, fuck. Maeve, ich brauche jetzt deine Hilfe. Okay. Danke, Maeve. Ich hätte gerne ein paar Kartoffelsetzlinge. Oh, hier wachsen überall Kartoffeln. Oh mein Gott, da sind noch mehr. Wie viel kommen hier noch? Ich brauche dringend Essen. Ich sterb gleich. Ja, ich auch. Hat jemand die Öfen mitgenommen? Natürlich nicht. Ich hab Stein dabei. Oh, ich bin so gut wie tot. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Oh Gott. Oh, ich hasse das. Die Kartoffel-Village, ne? Hast du ein Bett, Moggy? Sonst lege ich dir eins. Wäre nett, wenn du eins legen könntest. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich sehe Ricky da am Berg hoch. Okay, wir gehen Ricky nach. Gleich. Da hinten. Das ist normaler Hase. Ich habe stärkste das Potato-Shirt angezogen, damit er das frisst. Oh, das sind blühende Kartoffeln. Das ist voll schlau gerade. Das sind Blumen, die kann man mitnehmen. Okay, mein letztes Kartoffelbrot. Da seid ihr. Ich habe mein Hemd schon aufgegessen, es ging ja schnell. Ja klar, du bist direkt weg. Oh, da ist so ein ganzer grüner Wald da unten. Ja, wo haben wir unsere Kartoffelbase auf? Wahrscheinlich bei dem Villager-Dorf dann, wenn wir es finden, oder? Ja. Ja, dann behalte ich das Bett doch dann ein Stückchen. Rick hat auch sein Shirt gepressen. Was sind das für riesige Wurzeln? Oh, ich habe ja keinen Federfall. Oh. Ja, würde ich nicht. Nein, Rick, bitte, Rick, ich hab mich gerade fast runtergeschubst. Habt ihr Kartoffelschuhe zum Runterspringen oder so? Ich hab Schuhe noch. Ich hab zwei Schuhe. Ich hab nur normale Kartoffeln hier. Komm mal her, Morgi, komm her. Ja. Nichts gegen dich, Ricky. Aber ich hab nur. Wenn ihr auf das Holz hüpft, dann ist ein bisschen weniger Fallschaden. Ganz nach unten, Morgi, ne? Direkt auf die. Ja, ihr könnt ganz runterspringen, wenn ihr das habt. Los geht's! Schön. Danke, Tobi. Frage ist halt, ob man falsch hat, wenn man auf das Zeug draufspringt. Aber ich würde es auch nicht. Ich würde mein Glück auch nicht herausfordern. Da links oben ist eine Kartoffelwüste auf jeden Fall. Da sind auch Kakteen aus Kartoffeln und so. Kartoffelteen? Ich bin auch nicht sicher, wie man. Ich habe giftige Kartoffeln rausbekommen!
Einer von mit dem Gesicht. Oh, hier gibt's eine neue Schale Corrupted Potato Peels. Boah. Ja, wie Terraria. Hier gibt's auf jeden Fall reichlich Kartoffeln. Ich habe 47 Kartoffeln. Hat jemand Hunger? Oh Gott, rohe Kartoffeln geben ja gar nichts. Wollen wir einen Ofen bauen kurz? Oh, ich habe 32 Cobblestones. Wir können einen bauen. Ich kann die Crafting Box und einen Ofen bauen. Okay, ich habe ja. 60 Dings noch. Kohle. Ich hab Kartoffelstalaktiten. Wo ist der Mogi? Kartoffeltiten. Ah, da. Der ist hier. Ich habe eine Kohle gerade rausgeworfen. Ah, du hast Holz dabei. Ja. Oh, mach mal noch einen Ofen. Was ist das für ein Gurkenholz hier? Ja, machen wir noch einen Ofen, ja. Soll ich das? Sind das Gurken? Was ist das? Warte, ich mach noch ein paar Ofen. Ah, okay. Muss nicht. Bratet die Kartoffeln. Man kann mit Kartoffelholz nicht braten. Nein, Kartoffelholz brennt. Ich habe gerade 6 Kohle gefunden. Ist das von der Diazombie? Ja. Pack ich hier 2 rein? Danke. Wer hat die Kohle geklaut? Ich? Ich dachte, das ist gerade die Moggy reingelegt hat, sorry. Achso, okay. Potato Stem. Ich habe mich nur gewundert, weil die sofort wieder rausgenommen wurden. So, jetzt brauche ich irgendwas zu essen. Boah, 3 Ofenkartoffeln. Ja, da habe ich einen. Das sind die der Rückenbox, die Moggy. Potato Planks. Potato Slaps. Ricky, warum hat deine Kartoffel Spinnenzähne gehabt und greift dich an? Ich weiß nicht. Was ist hier? Pass auf, manche Kartoffeln sind böse. Wendemist-Kartoffel. Was? Die hat Ricky gerade versucht zu essen. Oh. Ihr müsst aufpassen, manche Kartoffeln sind böse. Ich pack die mal in den Ofen. War es eine rohe Kartoffel, die du gegessen hast? Oder war es eine rohe Kartoffel. Ah, okay. Nee, Venomous Potato kann ich in den Ofen. Ich mag unsere ästhetische Entscheidung, überall schwebende Öfen zu machen. Hier ist gerade absolutes Chaos. Findet ihr meine Potato Slabs schön, oder? Oh ja, hübsch super. Hier. Ich hätte halt echt gern ein Dorf, dass ich einfach mal unser Zeug ablegen können. Weil damit hast du die ganze Zeit am Limit. Ich habe hier auch Potato Sprouts. Ich weiß nicht mal, was das ist. Vielleicht kann ich damit so einen Baum machen. Ich werde nur ein bisschen essen, dann können wir von mir aus an sich weiter. Die haben sogar Trapdoors richtig gebaut. Ja, alles aus Kartoffel. Könnt ihr es einfach das Original Minecraft? Warum brennt es hier drüben? Hat hier jemand angezündet? Wieso machen die sich für sowas immer so viel Arbeit und machen das nicht ins normale Minecraft rein? Was soll das denn eigentlich? Normalen Minecraft kriegen wir dann Armadillo. Das reicht dann für ein Jahr. Es gibt den Armadillo, den Hammer und neue Hunde. Ich habe übrigens hier von einem Baum, hier diesen, ich stelle ihn mal hier hin, so ein Potato Fruit. Sieht aus wie eine Wassermelone. Kann ich aber nicht schälen. Kannst nicht einfach alles peelen, was dir beliebt. Aber wir sind im Potato-Land, warum kann ich das nicht? Ich bin eine Hexe. Eine Hexe! Ist gerade gespawnt. Ist aber keine Kartoffelhexe. Oh, was? Ricky einfach gelöscht. Einfach instant explodiert. Ah ja, wir könnten vielleicht noch so Betten hier hinstellen. Dann wieder einzeln. Nein, das ist blockiert, weil ich da nicht gezaubert habe. Weil da kein, weil ich die Maske nicht auf habe, kann ich da nicht wieder rein. Ins Portal oder was? Ja, nein, nicht ins Portal, sondern ich wurde quasi nicht im Bett gespawnt, sondern du kannst dann nicht im Betten spawnen. Du kannst nur davor spawnen maximal. Weil du die Maske nicht mehr auf hast. Bist du jetzt draußen oder drin? Ich hab keinen Wunsch verstanden, was ich gemeint. Ich bin wieder im Hauptspawn. Weil mein Bett, was ich gerade gesetzt habe, ist in dem Kartoffelwelt. Ah, das ist scheiße. Ach, kannst du mich nicht eben zu dir hin teleportieren, einfach zum... Ja, kannst du nicht TP, Ricky Mania, oder Cheaten? Ricky sich hierher warfen? Oh, das ist ein Phantom! Das brauchen wir für Kartoffelflügel. Ich glaube, das zu killen wird aber schwierig. Der verbrennt doch gerade wegen Tageslicht. Greift mich an, den hau ich auf die Schnauze, wenn er runterkommt. Komm runter! Er traut sich nicht. Ich hab Corrupted Potato Peels. Woher? Denkt ihr, dass die Flotatos Fallschaden canceln? Ich meine, es sind Wolken. Ich mal testen, weil ich glaube, ich platziere unten eine. Oder 4. Achso, ja, dann gleich die vorbei mir. Schleich dich. So, genau. Mehr habe ich nicht. Ich bin da. Okay, ich spring mal rauf. Nein. Nee. Und Nein. Ihr müsst mindestens 4 Herzen haben, sonst sterbt ihr. Na, alles gut, ich baue mich noch ein bisschen weiter. Okay, dann baue ich die ab. Alles gut, baue ich die ab. So, ich meine, es ist ein Block höher. Oh mein Gott.
Was denn? Ja, bitte. Wir haben einen Bratpfannentisch als Rezept. Frying Table, einfach mit so einer richtigen Pfanne und sowas. Na, Bergbank aber erst, ne? Bratkartoffeln. Zwei Potato Planks, Eisen, Gold Nugget und ein Stick. Das ist gar nicht so teuer. Ich hab das Gold auch noch dabei, tatsächlich. Wenn ich hier runterfalle, spawn ich einfach wieder in der normalen Welt? Fall einfach nicht runter. Okay. Mit den Wolken und einer heißen Kartoffel kann man einen Flow-Tater machen. Aber ich kann euch nicht sagen, was der macht. Hm. Aber er klingt interessant. Ja, ja. Okay, können weiter. Da geht's nicht wirklich weiter. Nee, wir müssen. Bring die Kartoffel. Oder? Bring die Kartoffelspinnen irgendwie Kartoffelfäden dann oder so. Kartoffelstrings. Wir würden sich, wenn wir Pommes machen würden, so. Bonus, wir dürfen uns auch gerne aufteilen und einfach zueinander TP'en, wenn einer ein Dorf findet. Finde ich gut. Okay. Kartoffel. Das Auge fliegt in eine Richtung. Folgen wir dem Auge. Ja. Ich dachte vorhin, das Auge fliegt nirgendwo hin, aber. Wir sind oben auf dem Berg jetzt gleich. Da drüben. Ja, ich baue mich kurz ein, weil Skelette mich umbringen wollen und Creeper und sowas. So. Ich lebe jetzt Oh, nicht nach unten runter. Schubst der mich runter? Was für ein Arschloch. Ja, bringt das Auge nicht wieder vielleicht zu so einem Ausgang einfach nur? Ja, ist die Frage. Wenn es nie rausfällt, müssen wir es nicht probieren. Ich würde sagen, das ist aktuell unser bester Anhaltspunkt. Ja, geht, zieht auch nämlich los. Ich versuche hier einen Kartoffelland zu überleben. Oh, 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 da ist ein Skelett. Willkommen im Club. Bin ich auch runtergesprungen. Weiß jetzt nicht, wo ich bin. Okay. Komm mal, wir haben das, du und ich. Ja, wir schaffen das. Wir haben das im Griff. Können wir so, Auge. Die Welt ist so viel gefährlicher mit den 1000 davor Monstern hier. Davor fliegt es. Oh ja, da vorne bist du, okay. Oh, was heißt da vorne? Ich bin direkt neben dir, alles gut. Ich hab dich. So, dann werfen wir mal noch eine Kartoffel. Und die bringt uns dahin. Ich wünschte, sie wären nicht auf dem Baum gelandet, Alter. Okay. Ich glaube, ich glaub, wir brauchen die aber später für das Ender-Kartoffel. Keine Sorge, wir haben ja auch so noch vergiftete Kartoffeln mitgenommen. Ich hab. Ja, gut, 4 Stück. Oh Gott, da ist wieder so ein Phantome, Phantome, Phantome! Foxy. Yes! Yes! Wir haben Membranen! Eine Phantomhaut! Ja, komm hier weiter. Hier sind noch mehr. Ja, der verbrennt schon wieder. Der brennt schon, super. Der ist auch außerhalb von unserer Range. Man kriegt ja das Membran nicht, wenn sie verbrennen, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte doch, aber scheinbar nicht. Wir behalten den mal im Auge, während er verbrennt. Hast du irgendwas davon unten gefunden in dem Dungeon, Melf, was sich lohnt? Nee, noch nicht. Wie lange brennt denn der? Bisher. Nee, der droppt, glaube ich, nichts, wenn er verbrennt. Okay. Ich weiß nicht, ob es eine Kiste oder sowas gibt, aber. Ja, das habe ich auch gehofft, dass du da irgendwas Cooles findest. Bisher gibst du hier Spawner und Kartoffelfledermäuse. Kartoffelfledermäuse. Und Zombies. Zombie? Das hier gefällt mir nicht, Ricky. Da ist ein Haus! Wo ist da vorne, Haus? Moggi! Oh ja, da ist das Dorf. Okay. Okay, Dorf okay, Ricky. Au! Geronimo! Aua. Ja, 1,5 Herzen war das. Oh, das war mehr als 1,5 Herzen. Ja, ich krieg hier uns zu sehen. Ich muss mich nur selber kurz in Kartoffeln einbauen. Oh Gott. Okay. Wir ganz so. Viel. Warte mal, wir bauen uns rüber, Moggi. Nee, lass mal die anderen erstmal auftauchen. Ricky, port mich zu dir, ist das safe? Ja, kannst safe. Wir sind sicher hier jetzt nicht. Wir spawnen schon lange keine Monster, kaum Monster mehr. Ja, aber ich wollte nicht irgendwo. Wir sind auch einige von diesen. Oh, das ist ein Phantomteil. Komm her. Komm her, mein Schlafparalyse-Dämon. Komm runter. Ach, der fliegt immer hoch, wenn er stirbt. Hallo. So, da vorne ist unser Dörflein. Seht ihr es? Ah, da drüben ist ein Haus, ja. Ja, nicht da, baue ich uns jetzt rüber. Das ist aber ein ganz schönes Stück. Ich suche noch Holz ein bisschen. Ich fange uns schon mal an. Das ist wie im Nether drüben. Ach, da wäre eine Erinnerung wach an letzte Woche. Oh, diese Stangen hier, die habe ich noch gar nicht gesehen. Die sind sehr schmackhaft, muss man jetzt probieren. Probier mal, Maeve. Okay. Und wie war's? Wie so ein Mikado-Stäbchen. Und Schild wäre eine Idee gewesen. Ja. Schild für was? Eine Idee gewesen. Wenn die sterben. Dass wir Sachen blocken können einfach. Haben wir nicht Eisen mitgenommen, einer? Ja.
Lass mal schon eins bauen. Oh mein Gott, das Auge hat euch wirklich wieder zurück zum Spawn geführt. Hier ist das Portal, rechts von uns, direkt unten. Warte. Wo fliegt das Auge jetzt als nächstes hin? Wenn es nach rechts fliegt, dann ist... Nö, das Auge fliegt zum Dorf. Das Auge fliegt wirklich zum Dorf? Okay, ja. Aber der Eingang, wo wir reingekommen sind, ist auch hier unten direkt. Na, Ricky. Wir sind halt einfach wirklich neben dem Dorf gespawnt auch. Okay. Dann lasst uns weiter. Ja. Nicht nervös werden, Ricky. Du wirst alles verlieren, wenn du runterfällst. Ich weiß. Dann falle ich auch einfach nicht runter. Magst du das, die Eisenketten, die hier sind? Morgi, guck mal. Das sind die Eisenketten, einfach so eine, so eine Bambusstange oder was das ist. Ja, Ricky will uns also abwehren. Ich habe Hintern das aufgebaut. Wenn die niemals rüberkommen. Das Dorf ist ganz meins. Meins allein! Hier ist so Limetten, Kartoffelschalen. Aber Ricky, du hast da nicht mal die Quest bis zu diesem Dorf hier. Ich weiß. Ja, das wird schon. Bei mir kam der Dialog wieder direkt, als ich die Dimension betreten habe. Ich werfe mal noch eins, wo fliegt das hin? Oh, ja, da seid ihr. Aber ich habe ja meist erst in den hier aufgesetzt wieder, weißt du? Vielleicht auch in die alle wegzuwerfen. Aus dem Ding raus und wieder rein. Ja, mach ruhig weiter, noch ein bisschen, genau, nach rechts. Du bist ja schließlich nicht Mogi, bei dir geht's bestimmt. Oh, bei mir ist gerade... Ja, der hat gerade auf einmal 10 Blöcke auf einmal gesetzt. Ja, vor allem auch noch so schräg nebeneinander. Hast du irgend so einen Mod, so einen Bot, der für dich baut irgendwie? Nee, das habe ich selber gemacht. Crossbridgen. Das kommt nur früher von Bad Wars. Effektive. Ja. Ah, fuck, hier sind die... So, ich bin sehr weit über Blöcke. Euch. Okay, ich bin vor dem Matrix-Tor. Ich bin gleich da. Ich habe noch 10 Kartoffel-Ender-Augen. Ich fall gerade runter, Ricky, zu euch. Mogi hat von uns kein Bett, ne? Mogi, da ist ein Bett drin. Ja, nimm das Bett mit. Oh ja, ja, ich hätte gerne eins. Oh, da ist wieder so... Warte, achso, ich dachte ja... Oh. Ich dachte, wir können so ein Ding jetzt wieder angreifen. Wie viel Membran braucht man, um eine Elytra zu machen? Oh, hier sind Slimes! Oh ja, da ist auch irgendwie so grünes Wasser. Ja? Kann man da rein? Around the potato in 80 days. Oh Gott! Das ist wahrscheinlich Giftkartoffelwasser, nehme ich an. Warum greifst du mich an, Sau? Oh ne, das Wasser wird allgemein die Farbe hier in dem Biom. Der kommt runter, greif ihn an! Ja, wir haben alle Potato-Bioms gesehen. Hier ist das Dorf! Oh, ich bin im Hier ist das Dorf, Jungs. Wir wollen den Phantom töten, eigentlich. Ja. Hier ist noch mehr Dorf. Na, oh mein Gott, rennt er aber wieder. Oh mein Gott, komm her. Kartoffelvillager. Oh, das ist so... Nee, so ein Kartoffelwächter. Nein. Oh Gott, wie sieht mich an, ja. Ich will ins Haus. Oh, das hier hat für mich auch als normales Dorf gezählt. Können wir es mal ganz alle hinlegen, dass ich mich nochmal die Quest weitermachen kann? Ah, Mave, Hilfe. Oh, so, das wird jetzt hier unsere Operationsbasis. Mach dich bekannt mit den Dorfbewohnern. Oder mit der Base. Klaue ihre Einrichtung, das übliche Minecraft-Zeug. Warte noch, können wir das Ganze alle hin? Es gibt hier einige nette Sachen in der Nähe. Leg dich hin, Ricky. Das meiste ist mit Kartoffelthema. Aber solange du denkst, dass Kartoffeln cool sind, passt das. Du wirst dich wie zu Hause fühlen. Yes, sobald du bereit bist, wirf mehr Kartoffelaugen. Okay, eine weitere Kartoffelauge. Oh mein Gott! Ricky hüpft hier gerade drauf rum, merkt's nicht. Was ist denn? Maeve, komm mal rüber. Kartoffelwächter. Oh mein Gott. Was hab ich nicht gemerkt? Ich kann ja nicht hauen irgendwie. Jetzt. Ich bin fast tot, also ihr macht das mal, ihr macht das schon. Ich glaube, der leckt wieder, oder? Ich weiß nicht, ob der leckt, alles andere läuft, ja. Oh mein Gott, so viel Netherite hier. Kann nicht sein. Was geht eigentlich mit dem Kartoffel-Villager hier? Wie viele Ofenkartoffeln habt ihr noch? 36. 19. Ich hab noch 9. Wenn ihr ein bisschen was für mich abdrücken wollt, hätte ich nichts dagegen. Lass noch ein paar machen, bevor wir weitergehen. Mave, hast du eine Dia-Hack? Nee, wir können auch einfach aufteilen. Wir müssen jetzt nicht extra wieder Öfen aufbauen und alles. Oh mein Gott. Ich liebe die Kartoffeldimension. Ey, ja, und die Wächter haben irgendwas gedroppt. Das war Toxic Beam. Toxic Beam! Oh.
Kann damit nichts machen. Haben wir eine Crafting-Box? Ja. Nimmst du das Bett mit, Moggy? Hier drinne? Hast du warum mit? Wir, das ist unsere Base. Also, wenn es eine Base gibt, dann hier. Guck mal, hier ist auch noch ein Mehl. Potato-Eye. Eine zweite Kiste. Oh mein Gott, oh mein Gott, hat jemand ein... Oh, ich muss einen Poisonous Potato Block machen. Endlich ist der Moment. Hat jemand ein Poisonous Potato Block? Ja, guck da rein, da findest du alles, was du... Naja, obwohl nur 8 Poisonous Potatoes habe ich dabei. Ah, fuck, ich muss einen Block... Okay. Poisonous Potato Block. So, und jetzt pass mal auf. Hä? Als ob du einen Grapple-Hook hast? Kannst du dich da an die Wand hochgrappeln? Oh Gott, das hat nur begrenzte Haltbarkeit. Oh mein Gott, ja, das geht! Warum ist sowas nicht im echten Spiel? Es ist das nur für den 1. April, davon Spaß haben. Habt ihr auch so ein Beam bekommen von dem Wächter? Ich glaube nicht. Ich habe ein Toxic Resin. Hat nochmal jemand eine giftige Kartoffel für mich? Ja, wo kriegen wir giftige Kartoffeln am besten? Okay, was, wenn man welche reinwirft? Moggy, ist es das? Toxic Resin? Nee, ein Beam irgendwie hat Moggy bekommen. Ja. Aber was ist das? So eine ganz dünne Kette. Ah, die ist von gedroppt, aber die hast du eingesammelt. Ja, die habe ich mitgenommen, von dem, wie wir gekillt haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal ein bisschen dann mit meiner Lashing Potato herumschwingen. Ich würde sehr gerne mal, ja. Deine Potato auslöschen. Potato Fruit sind hier drin. Kartoffeln und ein bisschen Brot. Au. So, wo bist du da? Ist da eine giftige Kartoffel drin gewesen? Nein. Lashing Potato. Einfach Rechtsklick. Einmal, okay, ja. Hui. Da musst du nochmal drücken, um loszulassen. Ich glaube, da kann man sich dann richtig rumschwingen. Ja. Aber wahrscheinlich nimmt man auch eine Menge Schaden, wenn man gegen die Wand knallt. Nee. Nur Fallschaden gibt's. Ja, das Teil, das wäre schon cool im richtigen Spiel. Hallo. Weiß nicht, ob es dem der Lightrun nötig wäre, aber... Nicht wegköpfen, Moggy, hallo. Achso, wollte Maeve nicht auch noch? Maeve ist da hinten. 10 Sekunden das zu geben, aber... Ja, kannst du Maeve geben noch. Ich suche währenddessen... Aua. Achso. Auch so ein Wächter. Ja, Ricky hat da willst du ein bisschen schwingen, Maeve? Jawohl. Oh, kämpft ihr gegen den Enderman? Nö, gegen den Wächter. Er ist tot. Habe ich das wahrscheinlich gehört. Mann! Hab keinen bekommen. Oh, Maeve schwimmt. Oh Gott! Oh mein Gott, ich sehe es. Vorsichtig, Maeve. Oh Gott, Maeve, Vorsicht, der Fall! Oh nein! Du hast keine giftige Kartoffel mehr gehabt, hast du gesagt, zumindest. Haben wir eigentlich schon Schleimblöcke mitgenommen? Was hast du gerade Double Time gesagt? Hast du noch eine giftige Kartoffel? Über. Nein, ich habe doch gesagt, ich habe keine mehr. Ich habe doch alle reingelegt, du hast doch meine 8 Stück genommen. Oh, Moggy, ich die habe ich genommen. Moggy, ich gehe jetzt vor zu den Jungs. Warte. Gib mir den mal bitte, Moggy, ich brauche ich mal. Ich habe daraus das Teil schon gemacht, Ricky. Oh, glaubst du, ich habe die zum Spaß mitgenommen? Ich habe wieder dieses mit, jetzt mach mal ein Auge daraus, Quest. Ich hätte die weiter aufgeführt können, weißt du? Also wir können, also da wo ich die Brücke gebaut habe, auf der anderen Seite, wollen wir da mal rüberschauen. Ja. Da war nämlich ein relativ einfacher Weg. Oh mein fucking Gott. Oh nein. Warum? Wenn ich genug Blöcke hätte, würde ich jetzt das ganze Wasser hier einfach zumachen. Ja, es gibt Wasser. So, da vorne ist ein Wasserfall, der runterführt. Haltet euch da von der Giftseite fern und da ist dann unten eine Höhle in Reichweite. Wo seid ihr hingegangen? Ich hab nicht mitbekommen, ich habe gerade Kartoffeln gemacht. Hier drüben, Ricky. Wo hier drüben? Keine Ahnung, ich seh das Haus von uns. Ja, warte, ich komme. Ich nehme mal kurz ein paar Kartoffeln mit. So, können wir da. Ja, rechts rüber, Ricky. Da ist so eine Brücke gebaut. Ah, ja, ich seh's. Es regnet hier die ganze Zeit so ein bisschen Kartoffeln. Ja. Oh ja. Ist halt, da oben ist halt auch die Kartoffelsonne, also ergibt Sinn. Kartoffelsonne. Ja. Genau, da vorne ist dann so ein Wasserfall. Würde. Warte, wo war denn der Wasserfall? Der Lavafall oder der Wasserfall? Den Wasserfall war hier. Da, hier drüben bei mir. Der Lava-Wasserfall. Da kommt man relativ weit runter. Aua. Wo ist hier drüben? Wollen wir runter? Ich hab keine Ahnung, wo Moggy hin ist. Ich hab nur gesagt, hier drüben und war dann weg.
Ich komm wieder hoch. Ich sehe da nur Guardians unten. Nee, ich weiß nicht, wo du Guardians siehst, aber... Ich sehe nur Giftwasser und Kartoffeln. Moment. Ich komm schon hoch. Da in der Ecke, maybe? Hier wird das Wasser blau. Hallo! Hier drüben. Ah, da. Ach, da oben. Oh mein Gott. Ich muss das Fleisch gleich mitnehmen. Wo kennt man ihn? Au. Au, als ob hier schon Giftwasser war. So, hier kann man ein gutes Stück runter und unten ist dann so eine, Hat jemand die Eyes of Ender mitgenommen? Ja. So, hier kann man dann auch direkt schon weiter runter, wenn ihr mal, hinschaut. Ja. Da, wo das Skelett steht, meinst du? Ja. Au. Weg mit dir. Ah, fuck, noch mehr Skelette. Ich wünsche, wir hätten ein Schild gemacht. Okay. Aber müssen wir denn da runter? Weil da unten habe ich nichts gefunden, wo ich da war. Ach, warst du schon mal hier unten bei sowas? Ja. Meinte mir. Da war nichts. Hier ist so ein kompresster Kartoffelblock. Den nehme ich mit. Das ist einfach ein Giftwasserblock. Oh mein Gott, hier sind auch gar. Warum sind hier auch gar Potato heißt der Block. So Angst, hier runterzufahren. Denn das ist ein Spinnenspawner. Oh, der fucking Guardians, reicht's aber. Jetzt reicht's. Den hab ich nicht gesehen, den Powerful Block. Kann ich den schälen? Nö. Oh mein Gott. Okay, der war gerade jetzt runter. Guck mal hier, guck mal da drüben. Da spawnt immer wieder ein Tentakel, der fällt immer wieder runter. Verdammt, Seite, Leute, das ist witzig. Hä? Ach so, du bist, sorry. Ja. Oh, es ist nicht mehr gespawnt. Oh. Super witzig, Ricky. Oh. Das, ich schwöre, das war witzig. Hey, es ist so ein Amethyst. Diese Powerful-Blöcke hier auf jeden Fall dann. Die haben schon mal also einen Grund, hier unten zu sein. Ja, generell scheint hier aber ansonsten echt nicht wirklich was zu sein. Eine Menge Giftwasser natürlich noch, aber das bringt uns auch nichts. So, ich gehe mal nach oben und dann werde ich das Auge werfen. Ja. Und oben auf den Berg führen. On the road once again. Diesmal suchen wir nach einem gefährlichen Ort. Hatten wir das schon? Das hatten wir schon, ja. Damit wir gegen die ultimative Kartoffel kämpfen. Ach ja. Oh, ich hab auch so einen Greifhaken. Die Kartoffelpeitsche wurde geunlockt. Ich trau mich nicht, die einzusetzen, weil ich echt nicht sterben will. Pass auf, wenn ihr hier rüber hüpft, die Felder, hier sind Löcher drin im Boden. Oh ja, ich seh's. Nein. Oh Gott. Ich muss springen, um die Nachricht wegzuklicken. Ja, lass mich doch in Ruhe. Wir haben genug Kartoffeln. Ach, Melfi, hast du auch so ein Teil schon gemacht? Oh mein Gott, ich bin hier ein Loch gefallen, wo unten ein Schleimblock drin ist. Das war ja so lucky. Oh, ich muss auch so ein Ding haben. Wo krieg ich sowas her? So ein Wächter muss ich dafür töten, ne? Ja. Ja, aber die droppen das nicht oft. So, dann werfen wir mal noch ein Auge. Es fliegt immer noch davor. Oh, hier gibt's, Zuckerrohr! Wir müssen Zuckerrohr machen, sicher. Also gut. Hier sind so viele Skelette. Ich würde ja irgendwie erwarten, dass wir uns Werkzeug aus Kartoffeln machen müssen oder so, dass wir Kartoffelblöcke abbauen können. Ja, gut. Aber bisher sind wir noch ziemlich dabei gescheitert. Ja, ein bisschen. Oh, jetzt sehe ich die Brokkoli-Bäume. Ja, siehst du, was ich meine? Da drüben sind Kürbisse. Oh, Kürbisse. Oh, wir können... Oh, warte, wir können... Haben wir noch Weizen? Da können wir vielleicht Kürbiskuchen machen. Das wär's doch jetzt. Ja, Kürbiskuchen. So, ich werf da mal nochmal... Ach, da will das Auge hin, okay. Nach links oder nach rechts von euch oben? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Keine Ahnung. Wir sind nahe dem richtigen Ort. Let's start digging until we find a structure. Oh nein. Oh Mann. Time to put the mine into Minecraft. Aber wir haben ja noch nichts, um diese Blöcke abzubauen, oder? Mine your way into the structure. Okay. Ich buddel einfach mal los und schau, was passiert. Einfach mal ein bisschen mit der Hand losbuddeln. Ich glaube, wir können vielleicht auch von unten auch einfach rein, Moggi. Nee, er hat ganz offensichtlich gesagt, dass ich mich reingraben soll.
Also ich buddel mich gerade mit der Kartoffel runter. Oh, ich mach Essen gerade. Ich mach mal ein bisschen auch meine. Und mit der Kartoffel runter buddeln würde ich nicht empfehlen, das dauert nämlich wirklich lange und es ist nicht wert. Nee, ich höre jetzt auch auf. Immer wenn ich die Kartoffel einsetze, verschwindet die. Welche Kartoffel? Das ist Enderauge halt, also das ist... Oh, ich habe noch neun. Ich habe einen Eingang gefunden in so einen Dungeon. Wo? Wo man nichts abbauen kann. Ja, kannst ja nichts abbauen dann. Aber er hat einen Eingang, also ist er schon drin. Ich kann kämpfen da drin gegen Gegner und so. Oh, wo bist du denn? Gib mal Koordinaten. Ich kann einen Ofen machen aus Kartoffeln. Kartoffelofen? Ja, aus den Steinen hier. Der Creeper hat die weggesprengt. Oh. Okay, also Holzwerkzeug hat nichts gebracht, die Holzspitzhacke. Okay, jetzt quatsche bei mir auch das. Oh, das ist das Kolosseum. Ja, du brauchst das Holzschwert. Try Critical Hit. Und aus dem Tatterstone kann man nur Steinwerkzeuge herstellen. Ich habe kein Holzschwert bekommen. Was quatscht denn der mich mit dem Holzschwert zu? Der quatscht dich jetzt für immer zu, bis du ihn absetzt. Wo bist du? Ich bin auf. Warum bist du nicht reingekommen? Ich wusste nicht, dass ihr drin seid. Ich stehe hier. Die anderen weiß ich nicht, wo sie hin sind. Oh, gleich. Ich hab wie gesagt. Dann weiß ich nicht mal, wo euer Eingang war. Da, wo es reingeht. Ja. Was? Ricky, du darfst keine Videos gucken. Nein, das ist gerade mal was losgegangen. Entschuldigung, ich habe gerade was angeguckt, weil mir irgendwas hier mein Video geschickt hatte. Ja, da unten ist diese Gigakartoffel. Man sieht es so ein bisschen. Sieht aus wie ein Schleim oder so. Oh ja, wollen wir die einfach bekämpfen? Wenn man von hier oben reinguckt, hier ist so ein Ding, wo man Kartoffeln einsetzen muss. Seid ihr drin schon? Warte, wo muss man Kartoffeln einsetzen? Ich habe nämlich noch 9 Stück dabei. Ah ja. Try and plugging your mouse and swinging it. Ah, die Schnauze. Ja, ist doch hart. Oh, nee, so eine nicht. Ich habe auch noch Kartoffeln. 4 Stück, ne? Ich habe 3 von denen mit der Brille auf. Soll ich alle 4 einsetzen oder nur? Ja, ne? Alle 4. Setz mal rein. Mach euch, wenn es nach draußen geht. Ja, egal. Boah, da unten ist das Viech. Ganz unten. Seht ihr das? Von hier oben? Ja, das ist eine große Kartoffel. Ja, wo ist große Kartoffel. Elfin. Ich hab das Ding hier aufgemacht, das Portal halt, ne? Ach, da ist es. Der Effekt hält sehr lange. Oh, jetzt. Oh, ich hab Schaden. Alles gut? Es gefällt mir gar nicht, wo ich rausgekommen bin. Ich bin sehr unglücklich. Oh, oh. Moment. Bin unterwegs. Der Spawner wird abgebaut. Wie, der wird abgebaut? Das. Achtung, oh mein Gott, ich schieb euch gegenseitig. Was soll das denn? Oh, Jesus. Ich hab abgebaut, Morgi, kannst du raus. Schwert! Okay. Alles weg, okay. Oh, Hot Potatoes, 2 Millionen. Ah, ich hab sie aufgehoben. Ah, ich hab noch eine. Morgi ist einfach 100 Hot Potatoes explodiert. Ja, RIP. Ich hab 22 Potato-Eis gemacht, jetzt kannst du mich... Oh mein Gott, ach, das ist Gift! Nein! Au! Ach, komm schon! Du hast so 40 Hot Potatoes aufgehoben. Oh nein! Ich hab vergessen, dass die hier liegen. Es ist jetzt Giftregen! Wenn ich draußen stehe, werde ich vergiftet! Dann wurmst du mich zu dir und ich werde von Hot Potatoes verbrannt! Hallo. Ich bin schritzesauer. Also hat jemand die Augen mitgenommen, die ich dabei hatte? Ja, die liegen da in der Ecke. Ich habe 24 dabei. Scheinbar habe ich sie dabei. Warum willst du diese Augen noch? Ja, weil man die hier einsetzen kann. Ja, fürs Portal. Oder nicht? Kann man die hier einsetzen? Willst du nicht ins Potato End? Aber dann können wir nicht mehr zurück. Die kann man nicht einsetzen, nein. Er hat sich ja eh erledigt. Okay, aber dann könnten wir auch nicht zurück zum Schleim halt, ne? Also zur Kartoffel meine ich natürlich. So, ihr geht mal vor. Ich habe nämlich, nicht mehr so viel Ausrüstung, nachdem ich in Lava gefallen bin. Ja, wie seid ihr eigentlich nicht gestorben? Wenn wir jetzt hier das oben aufgebaut hätten, dann hätten wir uns nicht reinspringen können. Das stimmt. Wie seid ihr eigentlich nicht gestorben? Da unten liegen noch Sachen von dir, Moggi, ne? Ich war vor euch da und hab mich mit dem Block schnell rausgebaut halt. Und dann hab ich gesehen, wie ihr alle drei gleichzeitig gespawnt seid. Ich konnte einfach noch rüberlaufen. Um nicht runterzufallen. Ich bin direkt in der Lava unten gewesen. Oh mein fucking Gott! Ach, ich komm ja nicht... Ach ja. Die Lava ist jetzt weg. Die Lava hat mich nicht umgebracht. Vielleicht wollen wir mal sonst eine Lava machen. Warum ist hier überall Giftregen überhaupt die ganze Zeit gerade? In der normalen Welt oder wo? Ja, das Giftregen, der vergiftet einen. Ich muss die ganze Zeit ins Haus rennen, wenn ich wieder tot bin. In der normalen Welt oder in der Potato-Welt? Ich bin in dem Dorf. Aber ich dachte, da kann man nicht spawnen. In der normalen Welt oder in der Potato-Welt?
In der Potato, in der normalen Welt ist kein Giftling, in der Potato-Welt. Aber Ricky hat doch gesagt, in der Potato-Welt kann man nicht spawnen. Der hat sich einfach nur nicht in, der hat einfach sein Bett wahrscheinlich abgebaut, nachdem er sich drauf... Das hatte ich da eingesetzt. 100%ig. Oh mein Gott. Also, ich bin jetzt geklappt. Weil Ricky sein komisches Bett da direkt am Rand irgendwie gebaut hat. Hier, komm her, ich hab dir noch was für dich. Ja, dann stehe ich aber da, das Bett ist obstructed. Schau, wir brauche ich nicht. Ricky, gib mir doch nicht das. Na, danke. Danke für das Holzwerkzeug. Das hilft auf jeden Fall weiter. Ja, wir mal gern. Also, vor allem das Holzschwert zusätzlich zum Eisenschwert. Ja, Bruder, ich helfe doch immer. Oh, oh, Skelett. Durch der Ricky ist den ganzen Tag hier. So, Zeit für eine Treppe nach oben. Und von der rechts geht's auch nach oben. Aber oh nein, 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 nein. Wollen wir nicht... Hier kommen noch mehr... Oh nein, ich hab doch nur ein Eisenschwert. Wollen wir nicht die Kartoffel bekämpfen? Nein. Du willst die Kartoffel bekämpfen? Hast du, ich hab ein Bett. Ich will das nicht, ich will das nicht. Wir können uns das Spawn hier hinsetzen, ja? Lass mich in Ruhe, du Silberfisch. Okay, ja, hier ist ein Portal. Ich denke, du weißt, was jetzt als nächstes passiert. You're going to waltz on his... Ich hab ein Zauberbuch! Mit Potatofication 4, Durchschuss 4 und Schutz 4. Oh mein, Potatofication? Potatofication 4 Buch gefunden. Tiny oh, ne, hau auch die Blöcke schnell ab. Ach. Oh, wirklich? Ja. Ah. Deswegen waren in den Kisten, wo wir rein sind, auch Eisenhose. Ah. Direkt am Portal war eine und im Portal drin war noch eine Ironhose. Wir haben sie alle ignoriert. Oh, ich kann alle Blöcke hier abbauen in der Welt. Und wahrscheinlich dir Haus oder Netherite Haus bauen dann die Dungeon-Blöcke ab. Ach so. Na dann, lass uns. Ich meine, es sind Kartoffeln. Haus ergeben am meisten Sinn. Ich werde mal eine craften. Ist noch mein Eisen da? Ja. Ja, mal gucken, ob ich das erstelle, wenn ich das Portal gehe, ne? Ja, guten Rutsch, Mave. Ich werde sterben. Oh, ist Redstone. Ich bin direkt beim Boss. Ja, und läuft gut. Easy. Ich hoffe, er hat das Portal jetzt nicht zerschossen, weil er hat auf mich geballert. Ja, nö, nö. So, ich mitkomme mit der Hau, ich habe einen Goldapfel. Oh, hallo, Boss. Oh Gott, ich bin nicht bereit dafür. Das Portal war sogar ausgegangen. Und seid ihr schon unten? Nee. Wir müssen auf Zombie warten. Wieso? Ja. Ich muss durch die gesamte Dimension laufen. Sortier dich doch her einfach. Okay. Bist du genervt? Schieß doch endlich meine Fresse. Ja, oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Wir haben schon fünfmal den Teleporter eingesetzt. Also, schön, hallo, bin da. Hallo. Ich hab keine Rüstung. Ich hab eine Kartoffelrüstung. Lebt ihr noch? Ja, wir sind ja, da. Ja, ich lebe noch. Okay. Da unten, wenn man da runter geht, wird sehr unangenehm, glaube ich. Aua. Da habe ich auch das Gefühl. Ich ja, kann ich oh, er schießt. Als ob das einfach eine Ho war. Bist du schon unten? Jetzt will er von mir, dass ich schon in einem Potato Village finde. Will er mich eigentlich verarschen? Nimm die Scheiße ab. Habt ihr mein Zeug eigentlich aufgehoben, als ihr durchgegangen seid? Oh, hier unten sind... Oh nein, ich hab die Kartoffeln nicht mit. Hier sind so Blöcke, wo man Kartoffeln einsetzen kann. Die mit dem Auge oder was? Das sind, glaube ich, einfach nur alles Ausgänge. Ey, normale Gift Potatoes habe ich 4 Stück dabei, Mate. Hier stehen vier... Hier bei mir sind 4 so eine Blöcke nebeneinander. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin unterwegs. Hat, kann sein, dass es Teleport doch, hat jemand mein Zeug aufgehoben oder ist es einfach weggesprengt? Da war nichts. Da lag nichts. Seid ihr auch alle auf derselben Seite rausgekommen oder ist es so ein bisschen zufällig? Seid ihr durch so ein Portal durchgegangen? Ich gehe durch eins durch jetzt. Wir sind da oben rausgekommen. Du bist durch ein Portal durchgegangen. Ah, das führt dann wieder zum End, okay. Zum End? Nee, also zu dem, wo wir vorhin schon waren, führen die wieder hin. In die Festung mache ich natürlich. Kann ich so einen Kartoffelteleporter abbauen? Hat jemand eine Spitzhacke? Spitzhacke habe ich, ja. Ja, magst du mal zu mir kommen? Einfach am Rand lang. Ja, klar. Bin hinter dir. Oder Moggy? Oder... Ah, da. Ja, hier. Oh mein Gott, da sind solche... Oh Gott, da sind die Shit-Viecher. Ich will ja nicht... sehr lange, die abzubauen. Bringt nichts. Nee, okay, ich sehe schon. Schade. Wenn wir die neu platzieren könnte, das wäre halt insane. Ja, dann lass uns mal töten jetzt, wa? Ich hab... Ich habe 3 verschiedene Resins im Inventar. Eventuell Clarity, Clouded Clarity, Abysmal Clarity. Man kann irgendwie Toxin Resins öffnen. Okay.
Oh mein Gott, was war... Oh, er hängt ja an der Tür. Der hängt da irgendwo. Ich baue mich mal zu euch rüber. Was mache ich hier? Weil wenn wir den in die Wand reinkriegen, das wäre gut. Dann müssen wir nicht gegen diese anderen Dinger da kämpfen. Oh Gott. Ja, die Explosion, die schmettert Herzen. Richtig rein, Ricky. Er kommt. Oh, ich hab ihn einmal gehauen. Ich hab's gehört. Er hat Damage bekommen. Aber guck mal, wie viel Damage er bekommt. Oh mein Gott, er macht so viel Schaden an mir. Ich glaube, man muss wirklich... Das war das Eisenschwert. Vielleicht muss man wirklich das Holzschwert nehmen. Ein Diamantenschwert. Was liegt da unten im Wasser? Da liegt irgend so ein Zeug ganz viel. Ja. Achso, das ist so diese Rinde. Kartoffelschale, ja. Schale, genau. Gute Kartoffelrinde. Hat der so ein Schild oder sowas vielleicht? Ja, der hat, glaube ich, so ein Schild. Ja, sieht aus, als hätte er ein Schild um sich herum. Au, oh mein fucking Gott, der macht so viel Schaden. Oh. Zwei Herzen noch. Ey, was müssen wir machen? Wir können sie nicht hier einfach nur im Kreis laufen. Und diese Teleporter, die du hier aktivierst, die... Ah ja, hast du gesagt, bin ich nur zurück, genau. Die waren ja nur in diese Festung. Wahrscheinlich einfach so als Notausgang, wenn man merkt, oh shit, der ist echt stark. Kann man irgendwie das Wasser wegmachen, indem man da einfach rüberkippt oder so? Und dann... Ja, kann man die müsste zu Stein werden. Ich habe Wasser. Okay, wollen wir uns kurz zurück teleportieren? Ja, und einmal klar. Lava mitholen und das über das Wasser kippen? Lass einfach den mit Lava töten. Wahrscheinlich immun gegen Lava. Nee, dann kommen die kleinen Scheiße halt nicht mehr, ne? Ich brauche eine Giftkartoffel. Da sind welche in der anderen Kiste. Ich hab eine aufgehoben. Okay. So, bitteschön hier unser Kartoffel-Stone-Cut. Poisonous Potato-Cutter. Ich möchte bitte eine Potato-Treppe haben. Pommes! Pommes? Oh. Ich höre das Geräusch. Neues Rezept freigeschaltet, Pommes. Ja. Endlich. Ja, wirklich mal, zeig Pommes mal die Pommes einfach. Jetzt. Ja, hä? Achso, hier, tu die Kartoffeln rein. Brauch Kartoffeln. Okay, hier, Ricky. Poisonous Potato Sticks. Hier sind sie gebraten, Ricky. Hier. Oh! Die kriegen sogar eine Tüte durch den Ofen. Oh, das ist doch das Leben. Oh, die sind aber crunchy! Die lass ich mir schmecken. Ganz schön crunchy. Okay, also die Situation ist, wir haben alles verloren, wir sind schwach, wir haben herausgefunden, dass die Feldhacken funktionieren, die Feldhackenmeter, und Mocki, ich glaube, hier ist eine für dich drin. Hier ist noch eine Feldhacke für dich. Haben wir Wasser gehabt? Und wir schauen uns jetzt wieder vorzubereiten, um stärker zu werden. Wenn Morgi seine Feldhacke jemals nimmt. Vielleicht brät er auch irgendwas Leckeres. Moment. Oh, Potato Chips. Okay, ich bin bereit. 61 Potato Sticks? Dual wählt die Pommes. Oh ja, oh ja. Alle Power. Kann man, sollte kann ich man aufheben? Oh, aus der Kiste hier, deine Dia. Ich hab Chips und Pommes. Au. Oh. Oh. Selber. Greif nicht in meine Pommes-Tüte rein! Da kam der Hunger-Keeper über mich hinweg. Da kann ich mir doch mal eben eins rausnehmen. Aber eine Field merkst du nicht, ne? Normal geht nicht. Willst du ein paar Chips? Was für Chips überhaupt? Ja, man kann auch Chips machen. Man kann Pommes und Chips machen. Gib mir mal einen Chip, bitte. Okay, Moment. Hier. Habt ihr schon einen Chip gegessen? Wie laut cruncht der? Ich bin leider satt. Ja, hau mich. Ich kann essen. Ich glaube, Mocki wollte mir einfach den Chip zuwerfen, Mate. Nee. Okay. Ah. Yeah, das ist es doch. Ah, das ist das Kartoffelleben. Was ist nochmal unser Ziel? Ich hab's vergessen. Den Kartoffellord töten. Oh, was hast du denn da? Was? Das ist der Floater, den wir aus der Wolke gebaut haben. Geh mal rauf. Den hab ich. Warte, ich mach mal kurz einen Knopf. Stell ich mal drauf. Geh mal rauf und bleib stehen. Genau. Nein! Oh. Okay. Oh nein. Au. Oh nein. Tschüss, Maeve. Du wirst gefloatet. Maeve, ist die Pommes, wenn du Schmerzen hast? Wenn da hinten eine Wand kommt, dann habe ich wahrscheinlich richtige Schmerzen. Das war doch Chips, Ricky, das habe ich doch genau gehört. Ja, okay. Ist so spannend, Jungs, hier. Da hinten kommt eine Wand, Jungs.
Habt ihr das vor? Ne, das habt ihr vorgebaut. Hier sind Fackeln an Wand. Ich war gerade so verwirrt. Ich gerade hingesetzt, als ich verfolgt habe. Oh, hat das Teil sich durch die Wand jetzt gebohrt? Nee. Okay. Nee, das fliegt einfach geradeaus, solange bis es halt irgendwo ankommt. Es hat auch irgendwie Sticky vorne dran, aber wir verstehen es nicht genau, warum Sticky vorne dran ist. Das ist die Stärke von den Kartoffeln. Dann fliegt es auch unendlich nach oben. Das heißt, man kann einfach in die Luft fliegen. Ich nehme an, Amboss haben wir auch noch nicht. Nee. Aber können wir ja machen. Ich habe noch das eine Buch gefunden mit Level 4 Potatofication. Hat jemand Level für Potatofication auf seine Waffe? Level? Ja. Muss natürlich auf die Ho drauf, glaube ich. Ganz würde klar. Würde meistens Sinn machen. Potatification geht auf die Ho. Geht es auf was anderes drauf? Es geht auf alles drauf. Geht auch auf die Spitzhacke. Da willst du schon, wenn dann was mit der Potatification hauen können. Also willst du die Ho? Ja, klar. Potatification Ho ist erschaffen. Wären Blöcke zu Kartoffeln, wenn du die abbaust? Oh, das wäre halt so praktisch auf einer Ho, wo du nur Kartoffelblöcke mit abbauen kannst. Warte, ich baue dir mal ein paar Kartoffeln hin. Hier, viel Spaß. Oh, da kommen Kartoffeln raus, ja. Da kommen eine Menge Kartoffeln raus. Ja, ist ja Stufe 4. Da kommen sogar Giftkartoffeln raus. 12 Giftkartoffeln, 28 normale Kartoffeln. Okay, Potato-Vacation ist einfach, du kriegst einfach immer Kartoffeln jetzt aus. Und 4 Taterstones bekam ich. Oh mein Gott, schau ich die Kartoffel-Explosion an, da kommen immer mehr raus. Du kannst einfach unendlich Kartoffeln grinden an dem theoretisch. Ja, klar. Oh, das brauchen wir doch sogar. Wir brauchen Kartoffeln für die. Oh yeah. Will noch jemand da abbauen mal? Nee, mach du mal. Mit Potato-Vacation, nein? Wenn wir so eine Effizienz-Hau hätten, oh, stell dir mal vor, wie viele Kartoffeln da rauskommen. Auf dem anderen Buch ist Stärke 5 drauf oder 4. Das heißt, wir können damit, vielleicht macht sie damit noch mehr Schaden. Der nächste Minecraft-Server wird auf dem April-Seed gespielt. Und oh, Mann. Dann bereiten wir uns einen Monat vor und dann kommen wir mit den Dia-Hows aus der Ancient City. Yeah! Also wir haben auf jeden Fall reichliche Kartoffeln erstmal. Ja, brat die mal an für uns. Wenn du jetzt keine Pommes da draus machst, dann gibt's aber Haue. Also die normalen, die kannst du ja, glaube ich, nicht, oder? Nee. Aber die Pommes lohnen sich halt 100-mal mehr als irgendwelche normalen. Tun sie? Ja, die Pommes haben 5 Nahrung gegeben. Oh, wusste ich nicht. Ja, mache ich noch ein paar Pommes. Pommes sind richtig stark gewesen. Okay. Wir gehen jetzt rüber und wir kippen Lava aus. Ja, Mann! Ja. Da darf keine Flüssigkeit. Au! Fuck! Da darf keine Flüssigkeit mehr unten sein. Oh mein Gott, wenn ich die Blöcke habe, auch kommen Kartoffeln überall raus. Es regt, mein ganzes Inventar wird mit Kartoffeln zugemüllt. Müll? Hallo, das sind Kartoffeln, die sind die wichtigste Nahrungsquelle, die wir haben. Nein, du weißt nicht, du siehst nicht, wie viel Kartoffeln hier liegen. Es tut mir leid, wenn der Server gleich landen wird. Das ist immun gegen Lava, das ist das Zeug. Das Wasser? Ja. Oh, da muss ich ja gar nicht weiter hoch, hochbauen. Ich guck nochmal. Aber es sieht so aus, als ob nichts passiert wäre. Oh, wir kriegen die Blöcke kaputt. Oh, nicer Schuss, Moggy. Ja, hat fast Schaden gemacht. Ich meine, wir können. Also, die Dimension steht jetzt. Brennt. Ich meine, das große? Oh, er brennt. Warum brennt er? Hat die Kartoffel gebraten? So ein Schutzding, ne? Nein! Ich bin im Wasser, da ist Lava. Oh, mein fucking Gott, nein! Du bist jetzt nicht in die kleine Lava gefallen, oder? Na, so ein bisschen. Ist deine Bruder. Was ist gerade passiert? Ich wusste nicht, dass der hochschießen kann. Maeve ist an der Hot Potato gestorben. Ja, die ist irgendwie mal im Metall gelandet. Oh, der April-Scherz hat uns besiegt. Weil ich glaube, meine Ausrüstung liegt da unten noch. Alles sind überall die Hot Potatoes. Ja. Ich werde sie holen und ein bisschen zur Seite gehen. Das ist meine Ausrüstung. Oh, mein Inventar ist voll. Au. Die macht halt, umso mehr du hast, umso mehr Damage kriegst du. Das deckt sich, glaube ich, hoch. Ah, fuck, wenn ich gestorben bin, dann sind ja auch noch mehr gespawnt davon. Hier ist einfach ein leuchtendes Huhn in der Mitte. Ich sehe das leuchtende Huhn, es ist markiert. Ich greife es an. Ich hab's getötet. Es war sein Schild. Er kriegt Damage. Melch greif ihn an. Oh mein Gott, er macht ihm so viel Schaden. Oh mein Gott. Aber er tötet mich! Die töten mich alle hier! Die vergiften nur. Die können dich nicht umbringen. Der schoss aber. Ja, der konnte mich so gut umbringen. Oh mein Gott, jetzt hat er nach oben geguckt. Hilfe, der Schuss tut richtig weh.
Die goldenes Huhn immer töten. Jetzt kriegt er mit dem Bogen Damage, Moggy. Let's go. Ja, der Bogen. Wo wurdest du denn gesprengt? Oh so, nein, ja. Die ganzen Potatoes hier. Ich versuche den Bogen zu holen. Au, 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 au. Ich komme halt nicht weit, weil hier überall die fucking Potatoes sind. Ich kann die auch nicht aus dem Metall. Er verbrennt an Lava, er kriegt Damage durch Lava. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sind die Lava einmal? Also ich habe einen hochgeholt, glaube ich. Aber, ihr wisst ja, wie es ist mit meinem Inventar gerade. Erstmal eine Kartoffel essen. Hier ist ein Huhn direkt vor dir, Moggy. Oh ja. Bleib hier, du Huhn! Also, in der Lava braucht er so 5 Minuten, bis er durch ist. Aber es funktioniert. Er hüpft gerade in der Lava eigentlich. Ich fress mich gerade durch alle Hot Potatoes von Moggy. Ich wünschte wirklich, wenn man stirbt, wäre nicht alles voll mit Hot Potatoes. Ey, das hört einfach nicht auf zu brennen, ne? Man brennt so lange, ich werde sterben. Ich kann halt mein ganzes Zeug nicht mehr holen, weil die überall Hot Potatoes sind. Ich glaube, jegliche Potato-Art, die man halt dabei hat, wird zu Hot Potatoes, selbst die Pommes und so. Nee, da liegen sehr viele auch. Oh, die Lava hier unten. Er hat sein Schild wieder. Ja, irgendwo war ein Huhn auch. Wir müssen das Huhn wieder töten. Oh mein Gott, dieser... Der sieht einfach irgend so einen Blockwinkel und schießt da so durch und sniped mich. Oh, ich liebe meine Pommes, die sind so lecker. Bringt nichts da durchzuschwimmen, du kommst auch nicht mehr ran. Okay, Leute, zweiter Plan. Baublöcke bauen und alles unten zubauen. Alle Löcher. Oh mein Gott, hier drüben ist eine Rüstung. Hier drüben ist eine Rüstung, eine Diamant. Oh mein Gott, hier ist so viel Zeug, okay. Ich glaube, es ist Rikis Ausrüstung oder so. Wir müssen auf jeden Fall die Wächter wegmachen. Wo ist die Ausrüstung? Wahrscheinlich Maves Sachen sind das. Weil Maeve genau gerade zu dir läuft. Hallo. Sind das deine Sachen, Maeve? Jo. Oh. Aua. Ich will nicht sterben. Ich hab nur ein Herz. Ja, der Boss schießt nicht zu euch. Ich brauch nur eine Hoe, um mir ein paar Baublöcke hier abzubauen. Wo ist das Hühnchen? Ich sehe kein Huhn. Das ist das Problem gerade. So, und Essen brauche ich auch noch, Moggy. Ja, Essen? Ich habe nur rohe Kartoffeln. Hier sind Kartoffeln reingesprungen. Okay. Hier rohe Kartoffeln. Ich meine, sind besser als nichts, denke ich. Willst du vielleicht mal eine Treppe nach oben ein bisschen bauen, damit wir oben schauen können, ob das Huhn da ist? Dann können wir noch einen Lava-Eimer runterkippen. Den habe ich nämlich noch. Ganz oben meinst du jetzt, oder? Ja, eine Etage weiter hoch halt, so ein bisschen. Wie seid ihr hochgekommen? Oh, er schießt, glaube ich. Der klingt sauer. Hey, hier drüben! Au! Okay, er hat mich gesehen, er hat auf mich geschossen. Au. Oh, die Pommes heilen richtig hoch. Was passiert mit dem Boss in Minecraft, wenn er aus der Welt fällt? Irgendwann wird er sterben, denke ich. Dann ist er tot, denke ich. Au! Gott! Aber vielleicht wollen wir seinen Loot haben? Ich finde es ein bisschen komisch, dass man hier jetzt nicht mehr wirklich Ausrüstung holen kann, dass man von dem Portal aus nicht mehr in die Potato-Welt zurück kann. Hier, das finde ich ja, sehr also komisch. Vielleicht nicht gewollt, dass man dann da so... Nachdem man den getötet hat, soll man vielleicht den Drachen noch so machen, Victory-Lab-mäßig. Ja, vielleicht. Man sollte halt nicht da Betten hinstellen und da sein Spawn haben, sondern halt vor seiner Base draußen. Er kann halt nichts machen, wenn er so sterben die ganze Zeit, ne? Okay. Scavenger Stray. Was ist denn überhaupt... Was ist ein Scavenger Stray? Ich hoffe, nichts Fliegendes. Oh, da sind einfach Plünderer. Skelettplünderer unten. Oh mein fucking Gott, wie hat der zu mir hochgeschossen? Ist es so ein Raid oder sowas? Oh ich mein Gott. Ich lock die zu mir, damit die anfackeln. Okay, die sind aber nicht so stark. Ich hab's ja gesehen. Oh, hier liegen Pommes. Eiswanderer. Oh, die sind von diesen Dings, von diesen Challenge Rooms, die in den nächsten Update kommen. Aha. Oh, die gute Neuigkeiten. Der Schleim scheint die ganze Zeit, der Boss scheint die ganze Zeit mich angreifen zu wollen. Oh ja. Okay, ich kümmere mich um die Scavenger. Er greift weiterhin mich an. Das ist gut. Ich lenke ihn ein bisschen ab von hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich bin sehr fleißig dabei, Boden so aufzubauen. Ich werde weiterhin versuchen abzulenken. Er scheint auf jeden Fall, je weiter oben man ist, einen eher anzugreifen. Oder hat mich von da oben aus die ganze Zeit immer gesehen? Vielleicht war auch das der Grund. Ich gehe hier wieder hoch. Ist schon viel Boden jetzt unten? Oh mein Gott.
Ein Fünftel, würde ich sagen. Ja, also ist viel. Dafür, dass ich hier einfach random Boden hinsetze die ganze Zeit. Ja, der hasst mich hier oben. Er hasst mich. Leider kann er trotzdem ab und zu so einen random Schuss noch absetzen. Ich hab alles. Ich hab meinen Kram. Ich hab meinen Kram. Au! Oh! Au! Ich gehe wieder hoch und lenke ihn ab. Ich denke, das ist das Beste, was ich machen kann. Okay. Habt ihr Ricky. Gute Taktik. Ich grabe mich hoch. Herr Kingpin, bitte hören Sie auf mich zu schießen. Nein, ich mach weiter. Das war aber eine Lüge. Ich hab ihn. Oh, der kann aber richtig krass. Nein! Au, als ob ich auf den Block gelandet. Ich bin nicht im Wasser. Hallo, hier geht's rein, Mate, wenn du selbst sein willst. Ja, richtig. Ich gehe wieder hoch. Runter. Wir machen ihnen aber ein bisschen Schaden. Unsere komische Taktik funktioniert ein bisschen. Ich hab schon eine bessere Strat. Wir bauen hier einfach Mauern rein, langsam. Nach und nach. Ja, dann. Oh. Ja, können wir uns immer mehr bewegen hier drin. Ja, das Problem ist, dass wenn du unten bei ihm in der Arena stehst, kannst du nicht wirklich was machen. Der killt dich einfach. Ich stehe schon unten bei ihm in der Arena und baue gerade meine Mauern. Ja. Warum greift der eigentlich immer mich an? Weil er die angreift, die er sieht. Ich kann halt auch nicht mehr angreifen, weil ich habe auch keine Waffe oder so mehr. Poisonous Piglin? Oh nein. Ich stehe in der Lava, aber. Oh, nehmen die Schaden durch Lava? Ich weiß gar nicht. Einer ist schon gestorben dadurch. Oh ja, lass ich mal jetzt ein Jahr gelten. Okay. Oh, die Dinger können auch durchs Portal gehen. Oh, die Kartoffel wird immer kleiner. Merke ich jetzt erst. Die Dinger können auch durchs Portal. Es sind Wächter drüben im End. Ja, die stehen alle. Ja, das haben wir. Oh mein Gott, ist die Kartoffel schon klein? Der ist ja winzig. Ja, der wird richtig klein. Der ist ja schon Baby. Baby-Kartoffel? Okay. Ja, aber sowas von Baby-Kartoffel. So, ich bin wieder oben. Ich schmeiß sehe gerade nicht, wo er steht, aber. Ach, da unten ist er, der Winzling. Piglins müssen wir irgendwie. Herr Winzling, willst du mich angreifen? Hier oben. Ja, dass sie immun sind, ist natürlich das blöd. Ich glaube, dass sie immun sind. Aber ich meine, ich habe einen sterben sehen. Aber die brennen das schon ziemlich lange, ne? Dieser Fisch da, ey, ne? Ja, der ist nervig. So, er greift wieder mich an, soweit. Größtenteils. Er chillt gerade auch bei uns auf der Höhe. Ein bisschen Angst. Wie kannst du mich davon, ey? Stark. Ja, das sind die aus der Bastion, Ricky. Hoffentlich spawnen da aber nicht drin. Nee, die können ja nicht in Treppen und Slap spawnen. Okay, einer ist tot. Oh, ich muss zurück. Oh nein, der kann es sehen. Oh! Nee, keine Sorge, der geht noch auf mich los. Deswegen versuche ich ihn die ganze Zeit nur abzulenken. Hey, hier oben. Aber man müsste eigentlich in die Lava hüpfen oder so am besten. Au. Er hat Ricky vor mir in die Luft gejagt, das sah lustig aus. Ja, wollte gerade. War witzig, haha. Lol, Roffelkopter. Ich habe schon hier so mein eigenes kleines Minecraft-Haus mittlerweile. Warum ja, das sehe ich hier von hier oben. So ein Scheiß-Skelett mitten im Portal. Oh. Ich meine, Maeve und Ricky müssten mir antworten. Nö, ich habe keine Ahnung, ich hab schon seit Ewigkeiten mehr. Ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr, aber ich glaube ja. Oh, er steht in der Lava richtig drin. Bleib da. Der bounce richtig, der Junge. Yes, Gott. Oh Gott! Oh, nein. Das sind. Wie viele sind das? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Yo, Ricky, du hast da zurückgeschossen. Jawoll! Oh, da ist einer Pommes. Ja, oh Gott. Ich gönn mir die Pommes richtig. Zack, zurückgeschleudert. Let's go, ein bisschen Golf spielen. Zurück zum Absender. Besonders die Gasschüsse machen halt gar keinen Damage im Vergleich zu. Oh mein Gott. Zu dem Slime. Der Slime ist bei mir gewesen. Potato Magic Player. Der Slime ist hier. Wüste. Ich muss mich nochmal zu euch porten. Ich war Level 4 gerade. Wir haben kräftig Level-Ups gegeben. Ja, das mag ich. Oh mein Gott, das Skelett. Geh weg. Warum hat das noch keiner getötet? Ja, ich glaube, das Portal scheinbar. Kann ich mein Zeug aufheben, Ricky, oder hast du es aufgehoben? Ne, ich habe noch gar nichts aufgehoben. Skelett ist tot! Danke. Gute Arbeit. Ah! Das Zombie! Zombie hier! Oh mein Gott, der Boss ist in meinem Haus! So, ich habe noch ein halbes Herz. Reicht das? Aber
Das heißt, wir können alles andere zubauen, wenn der Boss in deiner Haus ist. Ich hab 2 Diamant-Haus, wieso hab ich 2? Hab einen gekillt! Familie. Gute Neuigkeiten! Ich bin neben dir gestorben. Ah, okay. Mit der Faust kann man die Wächter ja schlecht bekämpfen, oder? Ja, nicht so gut. Ja, ich gehe wieder hoch. Ich gehe meiner üblichen Taktik nach. Ja, dann wiederum, wir haben noch ein paar Gas, die ausgeschaltet werden wollen. Habe ich meine Pommes noch? Ja, ich habe meine Pommes noch. Solange ich meine Pommes habe, kämpfe ich gerne gegen Gas. Warum sind hier noch so viele? Kann nicht sein. Da kommen schon echt einige rausbauen. Schießen alle auf. Warum treffe ich nicht? Dankeschön. Ja. Wenigstens einen erwischt. Ich habe noch einen. Das ist ganz schnell explosiv hier geworden. Wahrscheinlich, die Kartoffel kriegt wieder Schaden. Wahrscheinlich wäre das letzte dann alles voller Enderdrachen oder so. Tötet sie! Ich hab sie schon mal gehauen. Eine Sekunde. Ich geh wieder hoch und lenk ihn ab. Er ist schon wieder in den Schleim, in die Lava gehüpft. Also die Lava, die ich da hingesetzt habe, oh, die hat sich auch rentiert. Ja, die Lava, ja, die rettet uns. Wo ist Megas Badinski? Oh, vor mir! Okay. So, wo ist er denn? Plague Whale? Was passiert denn jetzt hier? Elder Guardians! Plague Whale, Patria! Ah, die sind aber alle in der Lava, das ist... Das ist free. Autsch. Wie bist du genau dazwischen gesprungen? Oh ja. Oh, Morgi, das war so ein guter Schlag. Der war cool, oder? Ja. So in die Lava mit dir. Oh, hat mir die Lava rübergeprügelt. Nee. Jawohl. Schreit in die Lava mit euch, Jungs. Keine Ahnung, wo der Boss ist. Den prügeln wir auch noch in die Lava, wenn er rüber. Weg mit denen. Okay. Die Lava zu prügeln, ist die beste Taktik. Der Boss war zuletzt hier hinter der Mauer in der Ecke irgendwo. Also kann sein, dass er da rumbounst. Das ist der Ho. Irgendwo. Wahrscheinlich hüpft er. Oh, du hast der Hot Potato im Inventar. Hab ich zu spät gesehen. Scheiße. Ich hab ne Gersträne, braucht die jemand? Hier unten ist er, ich hab ihn. Oh! Pff. Oh ja, unten sind Sachen. Ich bin mit denen zweimal einen Meter rumgesprungen und ich hab das Duell verloren. Ich auch. Ricky Mania wurde von Ricky Mania in Luft gesprengt. Okay. Wo ist er denn? Alter! Au. Ach, heiße Kartoffel, fuck. Ich baue hier eine Mauer, damit diese Guardians ja nicht mehr anlasern die ganze Zeit, während man spielt. Oh, ah, steht in mir! Ah, ja, der war hier oben unten. Er ist wieder frei. Das Kartoffelmonster. Hast du hier geschoben? Nee, das war ich. Ich bin auch gestorben. Au, ach fuck, er war hinter mir, okay. Er hüpft in der Lava gerade in der Mitte. Aber wir sollten die Lava wegmachen so an dem Punkt. Wow. Was? Riesenzombies! Die Power Ranger! Die werden ja sowas von die Lava prügeln. Die müssen wir nicht in die Lava prügeln, die gehen da selber vor rein. Also lebt doch einer von denen? Ja, ja. Die leben alle noch. Oh. Oh, die hauen aber rein. Das sind halt einfach Megazords. Es ist so dämlich, was wir aus dieser Arena gemacht haben. Ich liebe es aber. Ja, nun, Riesenzombies, nichts für ungut, aber ihr wartet jetzt einfach mal, bis ihr tot seid. Sagt, wenn ich tot bin, dann mache ich die Lava weg, weil ich will den Loot von Megas Butt natürlich nicht verbrennen. Einer von will nicht in die Lava rüberlaufen, na warte. Der geh da rüber, nicht. Au, Also ich sag's euch, wenn die einen einmal berühren, sie haben das Endportal kaputt gemacht, sie sind durch und jetzt sind sie hier drüben und sie nehmen Schaden, weil sie in Blöcken fest... Der Boss ist hier drüben! Der Boss ist im End! Der Boss ist stimmt, ich sehe keine Lebensleiste mehr. Und der befreit Silberfische! Oh nein! wie funktioniert der Boss da drüben überhaupt? Die spawnen doch hier in der Arena. Ich komm... Hier spawnen mehr Silberfische! Ich schaff das nicht! Ein Riese lebt noch. Au! Nee, zwei noch. Hab zwei Leben noch. Nee, hier sind noch 4 Stück oder so. Die klippen alle durch die Wand, es ist... Ich hau die Riesen.
Seid ihr das Portal ist wieder an. Seid ihr durch das Portal durchgegangen? Oh mein fucking Gott. Silberfische. Die Riesen stehen auf dem Portal drauf gerade. Oh, ich sehe nämlich auch hier drüben in der Dimension tatsächlich. Wenn einer von uns durchs Portal zurückgeht, dann wird es wieder aktiviert. Okay. Hier ist ein Pfeil. Es nimmt nur noch eine Riese, glaube ich. Der Boss ist wieder drüben. Der Boss ist wieder drüben. Ich sehe es, die Riesen sind ihm gefolgt. Die Riesen sind bei mir doch drüben. Die sind neu gespawnt. Also es spawnt jedes Mal 4 Stück, wenn das hin und her wechselt scheinbar. So mag ich. Dann nimmt man übrigens Schaden, wenn man sich denen nähert. Wir müssen einfach warten, bis sie sterben scheinbar. Ich weiß nicht, ob die sterben. Doch, die sterben. Die sterben nach und nach weg. Oh ja, da ist einer umgefallen. Das ist so dumm. Auf welcher Seite seid ihr gerade? Wir sind im End, in der Endfestung. Achso. Okay, ja, hier auf der Seite fallen die nämlich auch um durch Schaden, aber es dauert ein bisschen. Oh mein Gott, da unten ist ein Riese. Ah, ein Skelett! Nein! Hat jemand Blöcke, um das hier zuzumachen? Nee, aber ich rufe es das. Ich box sie weg. Okay, wo? Da, wo Ricky war, ja. Oh. Es ist nur noch einer, Ja, bei mir ist auch nur noch einer, aber der steckt nicht in der Wand und ich muss den komplett zuhören. Easy, hast du ihn gekillt, Ricky. Los geht's. Nice, das gibt XP. Ich habe ein halbes Level. Es steht einer. Okay, alle sind hier tot. Der Boss kriegt wieder Damage. Wo ist er, die kleine Sau? Vorne ist er irgendwo in der Mitte rumgehüpft. Aber kann sonst wo sein. Ey, fucking Wächter, warum seid ihr immer noch da? Ich höre ihn unter mir. Geh mal weg. Geh mal in die fucking Lava jetzt rein. Du bist eine Potato. Ich hasse es, dass man die Guardians nicht in die Lava schlagen kann. Ich hasse es, dass die Guardians irgendwie es geschafft haben, hier in diesem Tempel hochzuklettern und einfach auf jedem Stockwerk mittlerweile sind. Ja, sie sind das Wasser hoch. So, wo ist denn der Boss? Ah, ich sehe ihn. Genau neben Ricky und Maeve in der Wand. Ah ja. Wand? Ja, genau da. Da, wo Maeve hinguckt. Ah, da ist er, ja. Ich komm runter! Aber ich glaube, man darf ihn nicht hauen, oder? Wieso? Weil ich vorhin... Achso, der hat noch ein Schild vorhin, wo ich auf ihn gehauen habe. Ja, yeah, wenn die Riesen leben, halt, aber die sind ja tot. Fuck. Ah, nee, die anderen haben aber, glaube ich, auch keine Equip, also... Ich hab eine Ho. Ja, du warst direkt nebenan. Nein, der Megaspot ist gleich tot, ich will doch dabei sein. Ich will auch dabei sein. Wo ist er? Wo ist er denn? Müsste einer... Ist er noch da irgendwo in der Ecke? Da, ich sehe die Effekte. Ja, der sitzt da in der Ecke. Oh, ich höre. Oh Gott. Da ist er. Er ist tot. Wir haben ihn bezwungen. Oh. Hat er was gedroppt? Oh ja. Nein! Er hat was gedroppt. Was hat er gedroppt? Potatoisch. Great stuff of the peasant. Der Potato-Stab. Bei mir läuft ein Outro. Damit kannst du Portale machen. Ich glaube, wenn wir durchs Portal gehen, dann kommt ein Outro, oder? Ich bin gerade durchgefallen. Durch die Dinge scheiße. Durchgefallen? Ne, jetzt kommt kein Outro. Nee. Haben wir einfach so ein Gra. Ach, wir können jetzt immer die Dimension wechseln, wahrscheinlich mit diesem Stab. Oh, das ist eigentlich cool. Ja. Wir sind hier unterm Sandstein wieder. Ich glaube, ich bin gerade ins End gefallen. Ich will auch so ein Ding haben. Du bist ins End gefallen? Ach, der Drache ist jetzt wahrscheinlich aktiv oder so. Warum sollte denn die Credits laufen? Also, ich war gerade in den Credits, ja. Was hab ich jetzt aufgehoben? Das habe ich nicht gesehen. Ein Stab. Hallo, Ricky stirbt. Ricky will einfach alle verschiedenen Death-Meldungen haben. This is Potatiesh, great stuff of the peasant. Ja. Now I need you to follow my instructions very carefully. Okay. Platziere Potatiesh in einen Komposter. Vertrau mir, ich werde dich definitiv nicht betrügen. In einen Komposter und tu den Stab da rein. Oh yeah. Das wäre super cool, wenn du deine Augen danach zumachst. Tu einfach den Stab da rein und dann Augen zu. Das ist eine Sache, die du auf jeden Fall tun solltest. Finde einen Komposter und nutze den Stab mit ihm. Okay. Okay. Also, ich habe kurz ins Crafting-Buch reingeschaut. Mhm. Man kann mit 3 von diesen Dents und der 2 Sticks den Trident craften. Ah, ich sehe es, ja. Aber ich habe nur einen Dent gehabt. Ja. Ah, das scheint eine Sache. Ich vermute, es kommt dann demnächst ins richtige Spiel. Ja, wahrscheinlich. Man kann mit 1 Gasträne und 8 Giftkartoffeln diese Flotato-Blöcke machen, die wir einfach da im Himmel abgebaut haben. Cool. Oh, ein Flotato-Block. Ja, aber die kann man einfach abbauen. Also so, haben wir noch Holz für
Wir haben einmal Eichenholz. Nee, wir haben gar kein Holz. Ja, dann gehen wir nochmal hoch, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir benutzen einfach den Großstab des Potasiums und finden Holz. Aber der bringt uns doch in die... Ich meine, bringt uns das Holz aus der Potato-Dimension was? Vorsichtig. Oh, neben Lava, das ist ja ein schöner Ort, wo du uns hingebracht hast. Oh, ich bin aus der Welt gefallen, super. Der Stab weiß, wo wir müssen. Au, was soll denn das hier? Trick, ich hab den... Oh. Ja, jetzt sehe ich auch die Credits. Juhu. Stirbt man bei den Credits oder sieht man nur Credits? Ja, jetzt laufen die Credits. Ja. Rick hat mich in die Credits geboxt. Ja, mich auch. Was ist das für ein Speedrun? Verliert man seine Gegenstände? Oh mein Gott, wenn du Escape drückst, Mogi, das wird super laut. Ich höre das jetzt Let's Play Mogi? Fragezeichen. Ah, das ist einfach nur die normalen Credits. Ja, ich glaube schon, oder? Ja, genau. Ah! Oh Gott, Feuerwerk! Sag, es wird sehr laut. Ach, man ist nicht mal voll geheilt, ey. Das ist eine Schweinerei. Passiert das immer, wenn man da runterfällt? Ich bin ja schon mal runtergefallen, ne? Ja, ich spring doch nochmal runter, Klugscheißer. War ich doch gerade. Ja, es geht nochmal die Quest los. Au! Finde ich aber echt schön, die Lust. Maeve, was? Warum bist du gestorben? Ricky, du bist in Maeve gesprungen. Du hast Maeve in die Luft gesprengt. Was soll die Scheiße? Das macht Schaden. Mich hat ein Zombie die Klippe runtergeworfen. Ich hab Potato-Schuhe noch an. Das wär's. Ricky, ja, hast du gerade deine Schuhe kaputt gemacht? Nein. Da ist der eine Zombie, der meinen Plan zerstört hat. Ach, hier ist auch eine Höhle direkt daneben gewesen. Ach. Aua. Ricky, könntest du ja Kartoffelschuhe machen. Ich wünschte, es sind so viele coole Blöcke, damit könnte man so viele coole Häuser bauen. Ja, ja. Also egal, wie hässlich manche von denen sind, aber die ganzen Kartoffelschalenblöcke oder so, es sind so viele verschiedene Farben. Ich mag generell eigentlich die Kartoffeldimension. Ich mag die auch echt gerne. Vor allem, wenn man sehr leicht Schleimblöcke bekommt. Netherite. Das mit dem Netherite ist vielleicht ein bisschen OP. Ja, das sollte man vielleicht noch nerven. Und hier, da ist der Komposter, Moggy, bald deines Amtes. Good plan. Good plan. Gute Pflanze. Toll, das war's jetzt. PD-Mans. Ach so, das ist die Kartoffel, die mit uns redet. Verstehe. Oh. Ich habe den Stab da gepiziert. Das ist neu. Warte. Ich mache mal ein paar mehr von den Stäben. So. Ach, das war eine Hose. Oh. Was soll das denn jetzt? So. Was soll das denn jetzt? Oh. Was machst du? Gut, was mache ich? Wow, I can't believe you fell for that. Potato really is the ultimate stuff. And now it's halfway composed into a bone meal. Congratulations. I made a fool out of you. April Fools. Completion time? 7 Stunden 26 Minuten. Oh Gott. Nein, seid ihr mal durch das eine Portal gegangen? Das ist nämlich eine sehr ungünstige Stelle, wo das einen hinführt. Ich finde die... Oh. Eine schöne Stelle. Deswegen kann ich auch gerade sehr schlecht wieder zurück. Oh, wow. Ich hab den Block abgebaut. Das ist ein sehr wildes Portal. Ich habe keinen Stab mehr, aber Ricky hat, glaube ich, noch ein paar. Boah. Jetzt steht bei mir permanent diese Komplizierungszeit. Aber 7,26? Das sieht aus wie 7 Minuten. Achso, ich hab die Kartoffel erst seit 7 Minuten auf dem Kopf. 7 Minuten. Ja. Oh, ja, wir haben 14 Uhr angefangen, nicht um 12 Uhr. Let's go, Speedrun. Einmal das. Ich mag das Kartoffelbild. Gibt's eine brennende Kartoffel? Statt dem Schädel die brennende Kartoffel. Mein Gott, wie groß... Hallo? Oh mein Gott, das ist not a potato. Das ist groß. Können wir das mit dem Hauptspiel behalten? Das geht. Das geht. Das ist so dumm. Das eine ist 8x4 und das andere ist 8x8. Um Gottes Willen. 8x8 ist ein großes Bild. Boah, das ist ja wie im Kino hier. Ja. So, da muss es jetzt aber draufpassen. Das haben wir.
Ich liebe einfach nur die Kartoffel. So, noch Moggy ein bisschen Feuerwerk geben und dann Ricky porten. Oh ja, das ist ein bisschen Feuerwerk. 17. Naja, das will ich nicht so viel. Oh, hier ist ein riesiger Wald davon. So riesige Bäume. Kann ich mal eine Leiter haben und so? Oh, jetzt sehe ich auch prachtvoll endlich die. Die Kartoffelsonne. Ja, hast du alles. Oh, hier ist das Heckenlabyrinth, von dem ihr erzählt habt. Wie? Ich hab nur eine gekriegt. Ich hab vorhin da 10 auf den Haufen geworfen. Hier, bleib doch stehen. Ich werf hier schon die ganze Zeit hinter dir welche hin. So. Hast du Feuerwerk? Oh, hier bei der großen Stadt, ja, aber ich sehe das Labyrinth. Lief gut, Maeve, mit dem Labyrinth. Ja, ich habe glaube ich keine Federfall 4 Schuhe. Ja. Wo seid ihr hingeflogen? Ich weiß nicht. Seid ihr über die Brücke in die Bäume geflogen? Alter, bei unserer. Bei der. Ist hier unsere Stadt? Nee, hier ist eine Wüste. Hier ist sehr viel Säure. Bei minus 250 und 2700. Achso. Maeve ist hier aber auch nicht, weil der ist tief gefallen. Hä? Oh, ich weiß nicht. Oh, aha, oh Gott! Warte, ich will noch Maeve her und dann. Oh, was mit dem riesigen Baum da vorne? Ich will mir den anschauen. Schau ich mal, wie groß der Baum ist. Ja, ich komm mit. Alter, wie viel Brokkoli du da rauskriegst. Das ist ein Bienenstock oben. Fleißige Bienen, dass die jetzt mal da hochfliegen. Da hinten ist ein Castle. Castle in the sky. Wo? Ah, nee, das ist einfach nur. Oh. Hm. Was für Berge von diesen super hohen Bäumen. Oh mein Gott. Ach, hier ist auch noch ein Park. Man kann die Kartoffelblöcke. Kann man ja. Also 9 Kartoffelblöcke zusammencraften, kriegt man Compressed Potato Block. Davon kann man 9 zusammencraften, dann kriegt man Double Compressed. Davon 9 kann man zusammencraften, dann kriegt man Triple Compressed. Und davon 9 kann man nochmal zusammencraften für Quadruple Compressed Poisonous Potato Block. Die sind aber schon schwarz. Wenn du nochmal einen mehr machst, dann kriegst du Diamanten raus. Ja, wahrscheinlich. Crafting-Rezepte weiß ich ja nicht, welche es gibt. Aber ich muss jetzt auch eh weg. Schon. Passt ja zeitig ganz gut. Hey, das ja. Liegt einfach ein Schiffswrack. Das hat Ricky vorne erwähnt. Ich hab schon vorne erwähnt. Sorry. Da war ich gut, gestorben. Ich hab also trotzdem dich trotzdem gefreut, dass du gefunden hast. Ja. Moggy? Ja. Gönn dir. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich hab nichts im Inventar, was war das? Was war das? Nimm, ich hab doch hingeworfen. Hier, 2 Stacks, hier am Boden. Hier, vor dir. Ach da. Hash Browns. Oh ja. Bisschen keine mehr Ahnung, gute Snacks. Du hast nur eins aufgehoben, Miff. So ein paar Kartoffelgitter. Ruhe 1. April, Leute. Ruhe 1. April. Naja. Also das war ein Abenteuer, das war sehr viel umfangreicher, als es sein sollte. Ich freue mich schon, wenn das tatsächliche Update kommt und mindestens genauso umfangreich sein wird wie das hier, richtig? Ja, ja, und die ganzen spaßigen Blöcke werden auch dabei sein. Ja. Disconnect. Auf Wiedersehen, Kartoffelrealm. Tschüss, Kartoffeln. War nett, Kartoffelwelt, wir werden uns nie mehr wiedersehen, vermutlich. Was ist eure Lieblingskartoffel? Tschüss, Kartoffelwelt. Pestkochend! Pommes.